Wiesbaden! Niemals Erste Liga, der Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Folge 20. Wir begrüßen euch im Jahr 2018. Wir, das sind meine Wenigkeit, Gunnar Schmid und natürlich, wie immer mit in der Leitung, Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und ebenfalls mit am Start, Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja. So, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Ja, sind wir. Also bin ich. Habe ich euch mit der ersten Frage schon gleich aus dem Konzept gebracht? Ja, wir sind ja getrennt voneinander ins neue Jahr gestartet. Ja, ja, also das war jetzt... Danke, dass du das nochmal für alle klar machst. Nein, also... Wieso ist etwas zwischen euch vorgefallen? Nein. Nee, ich hatte jetzt für meine Familie gesprochen. Das Wir war auf meine Familie bezogen. Ah, okay, gut. Und, ich dachte, genau. Wir sind deine Familie. Ja, die Podcast-Familie. Ja. Die gute Laune ist uns erhalten geblieben. Ja, nee, bei uns war es eher ruhig, wie es halt so ist mit kleinen Kindern und in unserem Alter oder in meinem Alter. Aber ich habe jetzt wieder angefangen, regelmäßig selbst Sport zu treiben, was einen positiven Effekt dahin hat, dass ich mich besser fühle. Aha, die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Sie halten noch an? Sie halten noch an, ja. Ja. Wobei es jetzt weniger tatsächlich ein Vorsatz aufgrund des Jahreswechsels ist, als einfach eine Erkenntnis, ja, dass man sich mit regelmäßig Sport treiben besser fühlt, die ja jetzt nicht brandneu ist. Richtig. Aber die man sich ab und zu mal bewusst macht. Also ich habe es mir nochmal bewusst gemacht und ja. Sehr gut. Genau. Wir werden das weiter verfolgen. Bevor wir mal hier über Wien sprechen, doch wie immer noch mal kurz unseren Ausblick hier in die Groundhopping-Welt. Ihr wart beide unterwegs. Wieder getrennt voneinander? Wieder getrennt voneinander, ja, okay, Micha, fang du doch mal an. Was hast du gesehen? Ich habe am Freitag das Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München gesehen. Ist das eigentlich Groundhopping, wenn man mit seiner Mannschaft auswärts fährt? Oder beziehungsweise, ja doch, auswärts, genau. Das ist eigentlich gar nicht Groundhopping, oder? Streng genommen weiß ich jetzt nicht, ob es, wie man Groundhopping, also Groundhopping bedeutet ja eigentlich, dass man möglichst viele neue Grounds oder neue Stadien kennenlernt. Ja. In verschiedenen Ländern, aber da ich jetzt keine Wochenendtouren nach Tschechien mache aktuell und wir sonst keine Kategorie dazu haben, ich war schon einmal in Leverkusen gewesen. Allerdings war das zu einem Zeitpunkt, wo die Bayern schon als Meister feststanden. Also es muss irgendwann im März mal gewesen sein. Und da haben sie dann tut. Nein, also das war irgendwann mal im April oder Mai und da habe ich, haben sie 2-0 verloren mit einer besseren B11, war dann nicht ganz so prickelnd. Jetzt hatten wir eben im Fanclub eben Karten bekommen und Leverkusen, muss ich sagen, ist so ganz angenehm für mich, weil nicht so weit entfernt. Wir hatten jetzt auch keine Anfahrtsprobleme und Spielergebnis dürfte ja bekannt sein und wenn du da eine Stehplatzkarte für 16 Euro kriegst und keine lange Anfahrt hast und da gibt es jetzt in der Regel auch keinen Stress und der Gästeblock ist nicht überfüllt, zumindest wenn du im oberen Bereich stehst und ist ja so, klar, den Verein muss man jetzt nicht mögen, aber das Stadion ist ja ganz okay und von daher war das dann für mich dann noch Freitagabend, das war dann ein ganz schöner Ausflug mit einem Sieg auch noch. Von daher
freue ich mich, dass ich da war und jetzt auch mal einen Sieg in der Bay Arena sehen durfte. Ja. Zumindest. Ja, ich hätte euch ja auch gern begleitet. Du hast es mir angeboten, aber ich war noch im Skiurlaub und konnte deswegen nicht mit. Ich war einmal in Leverkusen, da hieß das Ding noch Ulrich-Haberland-Stadion. Das war, wann war denn das? Ich glaube so 93 oder sowas war ich da. Da war dieser. Ich glaube, Felix Magath hat das bis 2001 so genannt. Ist doch cool. und da war die eine Kurve, wo heute diese große Fassade ist. Da ist, glaube ich, ein Hotel oder irgendwas auch drin, ne? Auf der einen Seite. Und das war damals noch im Prinzip so ein Graswall. Ja, da standen ein paar Leute und da war gar nichts. Da war gar nicht richtige Tribünen. Ja. Das war noch ganz lustig. Und da haben sie auch sonst ja noch so ein bisschen umgebaut, irgendwie des Öfteren mal ja seitdem. Ja, also von daher könnte ich auch durchaus mal wieder dahin fahren, aber diesmal hat es halt nicht gepasst. Und sonst kriege ich auch nicht unbedingt immer Karten, weil, ja, wie Micha schon sagt, das ist eigentlich eine relativ kurze Anfahrt. Das kann man eigentlich ganz gut mal machen. Genau, was halt ganz interessant war, ich hatte es euch ja auch schon als Bild geschickt, die haben ja da eine ganz gute Getränke- und Speisenauswahl. Ach ja. Also unter anderem auch ein Bulgur-Salat-Cup mit Falafelbällchen oder Milchreis mit roter Grütze und auch ein Johannisbeer-Streuseltaler. Genau. Da wird was geboten. Also das zu den üblichen Wurstvariationen und Frikadelle und Pommes, würde da aber auch die Sonja dann fündig werden, wenn sie dort was essen will. Zum Beispiel. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber okay. Oh, Falafel. Aber ein Funfact am Rande, das Ulrich-Haberland-Stadion gibt sozusagen noch. Also so heißt jetzt inzwischen der kleine Platz neben dem Großstadion. Da sind auch noch Testspiele und so. Das habe ich mal gelesen tatsächlich, genau. Das haben die so geregelt. Ja. Warst du da auch schon mal in dem neuen Ulrich-Haberland? Da habe ich, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal Testspiel gesehen von Leverkusen gegen, es war irgendwie Dortmund oder Dortmund 2, aber ich kann mich daran erinnern, dass Heiko Herrlich damals bei Dortmund mitgespielt hat. Das war irgendwie so seine Comeback-Zeit als Spieler nach seiner Erkrankung. Da kann ich mich so ganz dunkel dran erinnern. Ich habe es aber auch noch nicht geschafft, da das Datum zu rekonstruieren. Vielleicht hieß das neue Ulrich-Haberland-Stadion zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so. Naja, gut. Es war auch irgend so was spontan angesetztes. Also das war so. Das ist auch schon ewig her. Gut. Und was hast du denn jetzt noch gesehen in der Winterpause? Oder seit unserer letzten Aufnahme? Ja, also neue Grounds habe ich auch nicht dazu. Es war ja alles dann leider doch ein bisschen sehr überschaubar, wenn man nicht gerade nach England fährt. Sämtliche Erstliga-, Zweitliga-, Drittliga-Teams alle irgendwie in Trainingslagern und sonst ist ja nicht viel, weil jetzt auch bei der ersten Liga ging es ja schon wieder los. Hoffenheim war nicht weg. Die haben daheim, ich glaube, sie hat zwei Testspiele, aber ich war auf jeden Fall bei einem. Das war gegen Excelsior Rotterdam. Und zwar im Dietmar-Hopp-Stadion. Das ist das, was wirklich in Hoffenheim ist. Also ja. Da in diesem Kaff auf dem Berg. Wo die noch zu Regionalliga-Zeiten haben die da noch gespielt, ne? Genau, ja. Ja. Und wo heute, glaube ich, die zweite Mannschaft dann auch spielt. Ja, ja. Irgendwie so ein 5.000-Mann-Stadionchen, ne? Ja. Wo sie, glaube ich, auch da so die ersten Aufstiege haben sie dann auch noch da klar gemacht, bevor das große Ding gebaut wurde. Naja, klar. Ja. Ist 2-2 ausgegangen. Und Excelsior, sind die Tag momentan? Danach, die sind momentan erste Liga oder was, ne? Ich glaube, die hatten wir ja schon mal hier im Podcast als Thema, weil du dort in Rotterdam warst, ne? Ja und ja. Ja, okay. Ich teste nur gerade mein Gedächtnis. Klappt noch halbwegs. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut oder nachgehört. Okay. Da habe ich am Tag danach überlegt, wie tief kann ich noch sinken? Und dann habe ich mir noch Mainz gegen Gladbach angeguckt. Okay. Du warst echt verzweifelt, ne? Ja, also ich wollte einfach mal wieder Fußball gucken. Die haben halt auch im Bruchwegstadion gespielt und das ist ja dann doch ein bisschen einfacher zu erreichen als dieses neue Möbelhaus da fernab vom Schuss. Also das war okay. Okay. Und Gladbach hat ja 3-0 ist dann ausgegangen am Ende. Gladbach war so viel besser als Mainz. Ich weiß, dass man auf diese Testspiele nie was geben darf. Aber das war schon erstaunlich, weil natürlich beide auch so mit ihrer besten Kapelle gespielt haben. Das ist ja auch logisch so eine Woche, bevor es wieder losgeht.
Okay. Und da war ich noch am Wochenende bei der Eintracht gegen Freiburg. Das war so, erste Liga geht wieder los, sonst ist ja auch nichts, was man irgendwie auch unbedingt gucken will. Und dann kann man ja auch ins Stadion gehen. Wenn man nicht, wie ich, bei herrlichem Wetter auf der Piste steht, dann seid ihr auch mal ein Stadionbesuch gegönnt. Warum warst du da denn neben zum Stadion? War da nichts? Ich habe noch nicht mal nachgeschaut. Aber ich glaube nicht, also Österreich, die haben, glaube ich, noch nicht angefangen. Also ich war in Österreich. Wir müssen ja auch nicht anfangen, reicher, wenn sie irgendwie Test kicken. Nee, also dafür gebe ich nicht, dafür gebe ich keinen Skitag her. Nee. Dafür ist der Skipass viel zu teuer. Wollte ich gerade sagen. Ich habe von deinen Fotos immer nur kalte Füße gekriegt. Ah, die waren herrlich. Es war auch gar nicht kalt. Also ja, teilweise, aber es war wirklich strahlend blauer Himmel und Sonnenschein und sowas. Also war ganz großartig. Total gut gepasst. Schnee hatten wir reichlich. Also war wunderbar. Schön. Ich gönne jedem das auch zu mögen, aber ich selber, mich friert es da nur. Ja, ich bin ja auch da ein Spätberufener. Ich habe ja auch erst als Erwachsener angefangen beim Skifahren. Mittlerweile sieht es so halbwegs nach Skifahren aus. Vielleicht nicht immer schön, aber ich komme mittlerweile überall runter und so weiter. Also, aber es macht tatsächlich Spaß. Also, gut, ich will da auch niemanden bekehren. Die Pisten sind auch so voll genug. Und jetzt für die, weiß ja. ich nicht, 20 Jahre oder irgendwas, wie lange das jetzt noch funktioniert in den Alpen, da muss jetzt auch keiner mehr neu anfangen. Ja, bei mir geht es ähnlich mit meinem Knie, aber meine Arbeitskollegin war Skifahren, immerhin einen Tag oder am ersten Tag hat sich dann das Innenband im Knie gerissen, die kommt dann irgendwann jetzt Ende Februar wieder zur Arbeit, ja. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Hast du auch was davon? Ja, genau. Hat sich tatsächlich beim Fahren gerissen? Weil die meisten, gerade so diese Bänderriss und sonst irgendwas, das passiert ja meistens am Lift, wenn die Leute irgendwie aus dem Lift aussteigen und also, irgendwo hängen bleiben und umknicken. Sie hat das nur klingt erzählt, nach mir. Dass sie hat nur erzählt, dass sie gestürzt ist. Ich habe noch keine Details, warum okay. sie gestürzt ist und wo. Hm. Aber sie hat mir dann auch nur Bilder geschickt mit dem Ausblick und wie es halt dann im Zimmer aussieht, wo sie dann an Bandage liegt. Aber egal, das ist ja jetzt eine andere Sportart. Auch. Ja, dann trotzdem Grüße und gute Besserung unbekannterweise von hier aus. Ja. Okay. Richtig aus. Schön, dass dir nichts passiert ist, Gunnar. Nö, bis jetzt toi 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 ist immer alles gut gegangen. Ich fahre auch relativ, also ich bin jetzt kein Draufgänger oder sowas. Also ich und bin auch nie abseits der Piste und solche Sachen. Also ich bin ja schon wie soll man sagen, recht defensiv unterwegs, aber man kann trotzdem Spaß haben. Aber das hilft ja nichts. Ne? Ich meine, es kann ja trotzdem sein, dass einer einen umfährt oder keine Ahnung. Jemand irgendwie leicht angetrunken. Ja. Das ist ja tatsächlich im Alpenraum nicht unüblich, dass die Leute dann da irgendwie schon vormittags oder mittags in der Pause sich da irgendwie Alkohol reinpfeifen. Das ist mir eher unverständlich. Aber gut. Ja, fühlt sich nicht doch wie beim Fußball, oder? Ja, aber nicht, wenn du selbst aktiv bist, ne? Und selbst wenn du spielst, ist die Chance, dass du jemandem anderen dann irgendwas tust, nicht so groß. Ne? Aber beim Skifahren, naja, also gut, egal, das müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Das ist ja eigentlich gar nicht das Thema hier unseres Podcasts. Wir wollen ja ein bisschen über Fußball sprechen. Wen und genau, sie standen an den Hängen und Pisten. Ja. Der alte Witz. Genau. Der alte schlechte Witz. Okay. Wird auch nie gut. Nee. Och, wenn man das mal gesehen hat. Noch 5 Minuten und keiner hört mehr zu. Wir gehen mal zum nächsten Thema über. Ganz harter Break. Können wir jetzt machen, was wir wollen. Ne? Der SVW war im Trainingslager. Wie bereits berichtet in Spanien, irgendwo in, was ist denn das? Da südlich von Valencia. Ich vergesse, wie heißt die Gegend noch gleich? Ich habe immer nur Vamos SVW gelesen auf Twitter. Ja, neulich hatte ich es noch präsent, ist auch egal. Einigen wir uns auf Südspanien. Ja. Irgendwas bei Valencia. Ja, ja. Und da gab es 2 Testspiele. Das eine war gegen die 2. Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Wo spielen die? Die spielen Regionalliga, glaube ich, ne? Ich meine schon, ja. Ja. Und da gab es einen 4-1-Sieg und
oder ja, weiß nicht, bevor wir gleich weitergehen, habt ihr da irgendwas zu erzählen zu dem Spiel? Also ich wollte ja ansonsten jetzt nicht in der Tiefe analysieren, zumal ich auch nur einen Ticker mal überflogen habe. Können wir ja, glaube ich, auch gar nicht analysieren. Also gab es von dem ersten Spiel überhaupt ein Video von den Toren oder so? Ich habe nichts gesehen, nur vom zweiten. Ich weiß nicht. Das also ich weiß, bei dem ersten Testspiel weiß ich nur, dass da haben sie ja ewig nach einem Gegner gesucht. Ja, das kam auch relativ gut, dass überhaupt noch einen, gut, dass sie noch einen gefunden haben. Ja. Ich war dann eigentlich ganz überrascht, dass auch zweite Mannschaften, also sprich ein Regionalligist in dem Fall, dass die auch nach Spanien ins Trainingslager fahren. Während ja sogar manche Erstligisten und erst recht Zweit- und Drittligisten häufig auch zu Hause bleiben und gar nicht irgendwo hinfliegen für so ein Wintertrainingslager. Das ist ja auch, ist jetzt auch nicht ganz billig, ne, wenn wir jetzt sagen. Vielleicht sind die nur gekommen, um gegen uns zu spielen. Meinst du, die haben eine Antrittsgage bekommen, die die ganzen Reisekosten abgedeckt hat? Das hat unsere Vermittlungsagentur übernommen. Ja, vielleicht, gut, vielleicht haben die das im Vertrag drin stehen. Ja, die müssen zwei Testspielgegner liefern. Okay. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, vielleicht sind die einfach mit der ersten Mannschaft mit oder so und dann haben die da Rabatt bekommen. Auf jeden Fall war der SVW in Oliver Nova. Ja, genau. So hieß das. Das ist irgendwie so ein großes Resort, offensichtlich irgendwie auch mit Golfplätzen und haufenweise Trainingsplätzen und weiß nicht was alles. Das klingt eigentlich auch wie so ein Name von so einem Pornosternchen, oder? Oliver. Ja. Oder Olivia. Ja, sowas in der Art. Ja, weiß man ja nicht. Also, wo die herkommen, da heißen die so. Keine Ahnung. Ich kenne alle ihre Filme. Möchtest du das vertiefen? Nö. Okay. Es gab noch ein zweites Testspiel gegen Union Berlin. Seines Zeichens ja Aufstiegskandidat immer noch irgendwie in der zweiten Liga, also zur ersten. Und da haben sie sich wohl auch ganz gut präsentiert, hier unsere Mannen, und 3-2 gewonnen. Wobei die beiden Tore auch erst spät fielen. Also das stand 3-0 bis, weiß ich nicht, ich glaube so 10 Minuten vor Schluss oder sowas. Da war man wohl ganz angetan. Und das ist vielleicht insofern ein bisschen interessanter, das Spiel, weil das auch schon einigermaßen nach erster Mannschaft dann aussah, so die Startaufstellung zumindest. Ich glaube, der Einzige, der so hinten fehlte, war, was war denn das? Mockenhaupt war kurzfristig ausgefallen. Der hatte irgendwie, weiß ich, glaube, einen Zusammenprall im Training gehabt oder sowas. Der hatte irgendwie Kopfweh. Genau, der hat sich am Kopf verletzt, ja. Genau. Aber ansonsten sah das so von der Aufstellung her schon so aus, wie es auch dann jetzt am nächsten Samstag in der Liga aussehen könnte. Und dabei, das können wir vielleicht gerade mal so als Überleitung nehmen, auch mit einem Neuzugang in der Startaufstellung. Wollen wir direkt über den Neuzugängen sprechen oder gibt es noch was zu dem Spiel? Habt ihr noch was auf Lager? Nö, also wie gesagt, also auffällig war halt, dass es so eine mögliche erste Elf war und halt ohne Andrich, der ja jetzt im ersten Spiel eine Gelbsperre absetzen muss. Von daher richtig. Kommt das ja dann schon hin. Ja. Genau, also genau. Andrich fehlt jetzt und der saß auch da auf der Bank, aber ansonsten schon eine mögliche Startelf, wie gesagt, Abzug oder wenn man halt Mockenhaupt dann noch austauscht gegen Akoto wahrscheinlich, der da angefangen hat. Ja. Genau. Das überlege ich gerade, wieso hatten denn da... Jetzt muss ich doch noch mal kurz die Aufstellung rekapitulieren. Wer hat Dams nicht auch gespielt? Bei der im Mittelfeld? Jetzt komme ich so. Dams hat auch gespielt, ja. Okay. Das heißt, dann war dann. Jetzt muss ich doch noch mal nachgucken, wie diese Aufstellung da war. Warte mal. Also, ja. Also Dams hat wahrscheinlich Andrich vertreten im zentralen Mittelfeld, ja, habe ich jetzt gesagt. Das dann halt hinten, bin ich eigentlich auch von ausgegangen, dass es auch im ersten Spiel so ist. Also Akoto Ruprecht halt, woraus dann Mockenhaupt Ruprecht werden. Ja. Minzel und Kuhn. Kuhn, ja. Auf den Außenverteidigerpositionen und dann eben
Mrowca und Darmstadt. Darmstadt, also auf der 6. Scheffler und dann der neue Brandstätter im Sturm. Ja, und Antrist. Eben Antrist und Diawosi auf außen, also auf den Flügeln. Ja, ja. Richtig. Also wäre ja schön, wenn Dams jetzt auch wieder so fit ist oder auch angesehen wird, dass er da seine Stärken wieder einbringen kann auf der 6. Wobei das, wenn Andrich wieder da ist, dann auch schon wieder hinfällig sein könnte. Ja. Aber ja, mich hat es neulich mal gewundert, dass er dann nicht in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, als Ruprecht ja mal gefehlt hat. Stattdessen hat er dann mal Rettemann dann angefangen. Okay. Aber ja, also von daher ist das ja schon, vor allem dann so im Sturm, dann auch ein interessanter Fingerzeig. Okay, ja, dann sprechen wir doch gerade mal vielleicht über die personellen Veränderungen in der Winterpause. Die bisherigen, das Transferfenster ist ja noch nicht geschlossen. Aber wir haben zwei neue Spieler hinzubekommen. Und zum einen, den haben wir gerade schon erwähnt, Simon Brandstätter. Ein Stürmer. Und auch nicht mehr der allerjüngste, 27 Jahre ist der Mann schon alt. Schon, naja, also jetzt quasi im besten Fußballeralter. Was auch seiner Rückennummer entspricht. Stimmt, die hat er jetzt auch bekommen. Das haben wir gerade noch nachgeschaut. Und der kommt jetzt aus Duisburg, wo er aber jetzt in der zweiten Liga, glaube ich, fast nicht gespielt hat. Oder gar nicht. Ich glaube, in der dritten Liga letztes Jahr hat er noch einige Einsätze gehabt. Aber jetzt war er ziemlich außen vor und durfte deswegen wohl gehen. Genau, die waren wahrscheinlich froh, dass sie nicht mehr bezahlen müssen jetzt. Ja, klar, wie das halt so ist. Ne? Aber ich meine, wir haben ja auch genau, so ein paar so Kaliber, die wir gerne los hätten. Naja. Ja. Ein erfahrener Spieler, so viel steht schon mal fest. Also der hat schon einiges gesehen und wohl auch eher, ich sag mal, kämpferisch unterwegs. Also jetzt nicht unbedingt so der ganz feine Fuß, wie man so liest, aber halt mit großem Einsatz immer unterwegs. Das ist wohl, war wohl Anforderungsprofil. Sure. Ansonsten kann ich nicht so viel zu ihm sagen. Wisst ihr noch mehr? Sonja, hast du den noch mal irgendwo vor Augen? Ich hatte ihn letztes Jahr in meiner Drittliga-Kicker-Elf, da hat er mich ziemlich enttäuscht. Ja. Vor allem, weil er dann irgendwann nicht mehr viel spielen durfte. Ich finde, das macht er jetzt aber wieder gut, wenn er jetzt für uns spielt. Okay. Also was? Ja, und was ich auch überlegt habe, eigentlich hatten wir nicht so wirklich ein Backup, wenn uns Scheffler mal ausfallen würde. Gut, jetzt sieht es nach der Aufstellung vom letzten Spiel so aus, als würden sie vielleicht beide spielen, aber ich denke, dass die auch beide jeweils Einzelspitze spielen können. Scheffler ja sowieso, aber dass er das auch kann. Mhm. Also da ein bisschen mehr Auswahl zu haben und flexibler zu sein, finde ich sehr gut. Ja. Genau, also sie hatten, was ich interessant fand, ist, dass, gut, jetzt stand in der Pressemitteilung, dass sie ihn bereits seit 2 Jahren im Blick hatten. Das kann man jetzt. Ich nehme mal an, dass die immer sehr viele Spiele im Blick haben. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben wahrscheinlich 100 im Blick und das ist auch richtig so. Kann man wahrscheinlich über viele Spieler sagen und angepriesen wird seine lauf- und kampfstarke Spielweise, was in der Tat dann ja nach einem zweiten Scheffler so ein bisschen aussieht. Zumindest was so der Grundtyp. Ja. Anders ist auch vom Körperbau ist der ja schon auch eher in Kanten, glaube ich. Und genau, also die, der sicherlich auch defensiv was mitmacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der direkt jetzt anfängt zu spielen, weil ein Breitkreuz, ja, das, also wenn du an ein paar Schrauben drehen willst oder Stellschrauben eben verbessern willst, dann ist der zweite Stürmer neben Scheffler sicherlich eine der Positionen, wo du dich verbessern kannst. Breitkreuz war jetzt nicht ganz schlecht, aber wenn der Trainer im Brandstätter mehr Potenzial sieht, dann wird er auf jeden Fall da genug Gelegenheiten bekommen.
weil das hat, das macht der Rehm einfach. Ne? Wenn der denkt, dass jemand langfristig einem mehr bringt, dann bei gleichem Niveau, dann lässt er natürlich auch den spielen, also bei einem vergleichbaren Niveau. Deshalb hat auch, glaube ich, Reddemann so oft gespielt. Ja, der denkt, glaube ich, langfristig für einen guten Held. Ja, das ist gut. Ich meine, Reddemann ist natürlich auch noch jung, den kannst du jetzt auch noch entwickeln. Genau. Frage, wie du jetzt, welche Perspektive du jetzt halt mit einem 27-Jährigen hast, ob du jetzt sagst, der hilft uns jetzt sofort und vielleicht noch nächstes Jahr, aber ob du jetzt langfristig irgendwie, gut, richtig langfristig gibt es in der dritten Liga hier nichts. Ne? Ich denke, wenn Rehm jetzt 2 Jahre nicht aufsteigt, dann ist er vielleicht eh auch nicht mehr hier, keine Ahnung. Also ja, okay. Ich denke mal, wenn du jetzt ein 2-Jahres-Fenster hast, mit dem du planst, ist es schon okay. Mhm. Und wenn, ja, also wie gesagt, ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe ja nicht einmal hier für uns kicken sehen. Ja, ja. Aber das wäre für mich jetzt nicht überraschend, wenn der da spielt. Macht es halt für Blacher noch schwieriger, wahrscheinlich wieder zu spielen. Aber gut, das hatten wir ja auch schon besprochen, dass es halt die Frage ist, wie er auch von seiner Spielweise her gesehen wird, weil er ja doch deutlich kleiner ist und nicht so dieser klassische Stürmertyp, der den Rehm da wohl haben will. Ja. Eine Aussage hier von Rehm fand ich noch ganz interessant, die so in dieser Meldung zur Verpflichtung drin steht. Da wird er zitiert hier, Simon bringt sehr viel Mentalität mit, bla 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 bla. Sucht die Box und wird in unserem Spiel torgefährlich werden. Na, das war ja wohl bisher eher nicht so, auch wenn man so seine Statistiken anguckt. Sieht jetzt nicht nach einem großen Knipser aus. Aber wenn man mal sieht, Scheffler war vorher auch nie so der Riesentorjäger. Ne? Der hat schon so seine Tore gemacht, aber jetzt nicht so viel, wie er jetzt bei uns getroffen hat, jetzt seit einem Jahr. Hat er vorher auch nie getroffen. Von daher stelle ich mir auch geile Gespräche vor, wenn die sich so mit ihm treffen und so, ja, was können wir dir bieten? Und so, ey Junge, mach dich zum Torjäger. Wir machen dich zum neuen Scheffler. Ja. Hör mal, bei uns kannst du Tor schießen. Weißt du überhaupt, was das ist? Ja. Weißt du überhaupt, wo das Tor steht? zeig mal, wir haben hier ein Stadion, wir gehen mal raus. Moment. So, und dann in der Pressemitteilung, er ist ein Spieler, der weiß, wo das Tor steht. Wir haben es geprüft. Ja. Test bestanden. Also da steht ja auch in dem Zitat von Rehm, dass er eben gleichzeitig sein Offensivspieler, der defensiv sehr viel für die Mannschaft arbeitet. Ja, also das ist wirklich, klingt schon so ein bisschen nach einer Scheffler-Kopie. Ne? Also jetzt so von der Beschreibung her. Ne? Gucken wir mal, wie es dann tatsächlich dann auf dem Platz dann aussieht. Ne? Genau. Also ist aber, immer die Frage, dass defensiv so arbeitende Stürmer, die den verspringen, also das ist immer die Frage, wie torgefährlich die dann werden. Weil je mehr du natürlich auch defensiv rennst, desto eher fehlt dir dann vielleicht mal die Genauigkeit beim Abschluss. Aber ist sicherlich auch eine Konditionssache, weil ich habe mal irgendeinen Stürmer noch, der angefangen hat dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, so viele Tore zu machen, der dann gesagt hat, ja, ich laufe defensiv weniger. Der das so damit so erklärt hat. Aber das kann man, glaube ich, in den heutigen Spielstilen brauchst du einfach auch Stürmer, die defensiv mitarbeiten. Ja. Und trotzdem vorne gefährlich sind. Es ist ja eh so halt dieses, ich sag mal, das, was ja die meisten so spielen, ne, ganz vorne wird angefangen zu verteidigen und bla und kompakt stehen, die ganze Mannschaft muss mit und so weiter. Sofern man jetzt nicht irgendwas mal so ganz andere Ansätze probiert, sowas Verrücktes wie Ballbesitzfußball oder sowas, das macht ja heutzutage kaum noch einer. Aber gut, ich schweife ab. Wir sind ja schon mal ganz froh, dass wir überhaupt ein halbwegs erkennbares System bei uns haben. Das war ja auch nicht immer so. Ja, das kannst du in der dritten Liga nicht bringen, so richtig. Ja, ich meine, vor allem hast du da halt schon mal gute Perspektiven, wenn du es halt schon mal beherrschst, so dieses Spiel gegen den Ball schon mal gut kannst, ne? Sprich, wenig zulässt, kompakt stehen, immer diese ganzen Schlagworte. Das funktioniert ja bei uns schon ganz gut. Also sehen wir ja an den wenigen Gegentoren. Und wenn du dann halt vorne auch regelmäßig deine Buden machst, hast du natürlich gute Chancen zu gewinnen. Ganz simpel. Genau. Jetzt hast du aber innerhalb von 2 Minuten sämtliche Fußballplattitüden rausgekriegt. Ja, aber mehr ist es doch nicht, ne? Ja.
Oder? Warum nehmen wir so viele so lange Podcasts auf, wenn du das jetzt 2 Minuten erklärt hast? Ja, wir sprechen ja meistens auch gar nicht über Fußball. Zumindest nicht so über diese Kernaspekte. Die sind ja eh klar. Das weiß ja jeder. Ja, runde, eckige und so. Ja. Genau. So, apropos vorne mal die Bude machen. Wir haben noch einen zweiten Stürmer verpflichtet. Und zwar ist das dann so aus der Kategorie Perspektivspieler eher, so den man wohl so entwickeln möchte. Und zwar heißt der junge Mann, wie heißt der? Dominik Martinovic. 20 Jahre alt, kommt jetzt von RB Leipzig. Ist insofern ganz witzig, weil manchmal stand in den Meldungen, kommt von RB Leipzig 2, die es ja jetzt seit einem halben Jahr gar nicht mehr gibt. Aber das liegt halt daran, dass der da, dass der jetzt ein halbes Jahr verletzt war. Sprich, mit der, oder schon oder noch länger, also weiß nicht, hat mit der ersten Mannschaft wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Weiß nicht, wo der jetzt in letzter Zeit trainiert hat. Aber zuletzt war er halt bei RB Leipzig 2 in der vergangenen Saison und ja, durfte da halt noch irgendwie wieder gesund werden. Den hätte man wohl auch schon gerne im Sommer gehabt, aber da war er verletzt. Da hat man davon Abstand genommen. Also Mann, spricht der SVW in Wiesbaden. Und jetzt hat man ihn geholt. Der war vorher in der Jugend in Stuttgart und bei Bayern München. Und das fand ich ganz interessant. Da hat nämlich, auf Twitter habe ich gelesen, der gute Natto FCB heißt er da, der Martin, der sich sehr intensiv mit den Bayern Nachwuchs und den Amateuren und so weiter beschäftigt. Der schrieb nämlich über Martinovic, galt einst als bester Stürmer seines Jahrgangs, dann aber viele Verletzungsprobleme. Heiko Vogel, der damals noch, was war er denn? War Trainer von der U21, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ne? Wollte damals seine Gehalts... U23, genau. Wollte damals seine Gehaltsforderung nicht akzeptieren. Deswegen ging er nach Leipzig statt zu unseren Amateuren. Tja. Auch. Das klingt doch gut. Ja. Ja. Nehmen wir mal das Positive raus. Galt einst als bester Stürmer seines Jahrgangs. Wenn er jetzt vielleicht mal als seine gesundheitlichen Probleme überwunden hat und längere Zeit fit und gesund bleibt, mal gucken, was sich da rankommt. Also da haben sie auf jeden Fall schon angekündigt, dass der jetzt auf jeden Fall regelmäßig Kurzeinsätze hat. Also ich denke mal, dass er dann häufig dann irgendwie gegen Ende dann eingewechselt wird. Vielleicht je nachdem, wie der Spielstand ist, dass er da quasi so einen festen Platz als Nummer, weiß ich nicht, Kaderplatz 15 oder sowas dann vielleicht hat. Und dann kann man mal schauen, wie schnell er da so in die Mannschaft reinwächst. Wahrscheinlich ist er jetzt für diese Saison jetzt noch wobei nicht. Er jetzt von Anfang an wird er wahrscheinlich erstmal nicht im Kader sein, würde ich jetzt spontan sagen, weil ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt aus dem Trainingslager. Und da meinte er auch, dass er jetzt so langsam wieder fit wird und dass es jetzt überhaupt sein erstes Spiel seit April war, das eine Testspiel. Mhm. Also, dass er sich irgendwie noch nicht ganz bei 100% wieder sieht nach seiner schweren Verletzung. Ja. Also ich glaube, dass sie den da auch erstmal langsam aufbauen dann. Ja, also das mit dem Kaderplatz 15, das ist dann wahrscheinlich so ab, weiß ich nicht, dann vielleicht so in 1-2 Monaten oder sowas, wenn er dann ja, körperlich genau. so das hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Genau, und dann halt, ja, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch 18 Spiele in der Liga, weiß ich nicht, wenn er dann so 8 bis 10 Einwechslungen oder sowas, vielleicht 12 zusammenkriegt, das wäre ja schon mal ganz gut. Und dann kann man dann im Sommer dann mal schauen, wie die Lage so ist. Also er hat genauso wie Brandstätte einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall gibt es jetzt deutlich mehr Optionen in der Offensive. Da hatten wir auch diverse Verletzungsprobleme ja so in der Hinrunde. Der Kader ist jetzt da nochmal wieder entsprechend angewachsen. Wenn man so sieht, Mibududu hat fast noch gar nicht gespielt. Der hat ja jetzt nur ein paar Einsätze gehabt, jetzt zuletzt. Ein paar wenige, was waren es, 2 oder 3? Schwadorf war die ganze Saison verletzt. Ja, mit Blacher rechnet man nicht mehr so richtig offensichtlich. Oder weiß nicht, ist nicht wohlgelitten oder wie auch immer da die Situation ist. Von daher, ja, und
mit Breitkreuz möglicherweise nicht ganz überzeugt, dass man den auch nächstes Jahr haben möchte. Von daher kriegt er da vielleicht jetzt ein bisschen Konkurrenz. Die Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft, um nochmal die nächste Phrase rauszuhauen. Genau, also es ist ja im Prinzip der Diawuzie, dachte man ja eigentlich auch, dass der als Stürmer verpflichtet wurde. Ich glaube, so wurde er auch vorgestellt, wenn ich mich nicht täusche. Spielt er jetzt auf dem linken Flügel und ist ja aber auch oder unklar, inwieweit er auf jeden Fall auf dem offensiven Flügel, inwieweit er jetzt nächstes Jahr dann noch bei uns ist. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber generell ist es so, dass ich denke, dass ein Imvibudulu und auch ein Breit, also Imvibudulu glaube ich nicht, dass der nächste Saison noch für uns spielt. Dafür war er zu oft verletzt und kam zu wenig. Und auch ein Breitkreuz ist jetzt die Frage, den kannst du natürlich nochmal behalten, aber so richtig weiter bringt er dich, glaube ich, auch nicht. Von daher denke ich, klar, ich weiß jetzt nicht, wie Brandstätter ist, vielleicht setzt sich Breitkreuz auch gegen den durch, aber ja, hast jetzt, denke ich mal, die Chance gehabt, die beiden zu bekommen und hast dann auf jeden Fall nochmal mehr Optionen, ja. Ist ja auf jeden Fall gut. Und genau, damit ist wohl auch die Planung, was Zugänge angeht, jetzt für den Winter abgeschlossen. Mehr ist jetzt nicht vorgesehen. Zumindest wurde das so verlautbart und klingt auch plausibel. Also ich glaube, jetzt an anderen Mannschaftsteilen haben wir jetzt keinen großen Bedarf. Ja, zumal du noch einige hast, die jetzt zurückkommen aus langer Verletzung. Ja. Das heißt ja auch immer, es sind wie Neuzugänge und in dem Fall sind es ja wirklich einige, die diese Saison noch gar nicht oder kaum gespielt haben. Genau, das werden jetzt so namentlich Pezzoni ist jetzt wieder, der hat jetzt im Testspiel zum ersten Mal wieder eine halbe Stunde gespielt. Und wer war der andere? Schwadorf, glaube ich, ne? Ach nee, Dittgen, richtig, Dittgen ist jetzt auch wieder da, genau. Bei Schwadorf ist ja auch wieder im Training, ne? Genau, im Training auch, aber ich glaube, der hat jetzt noch keinen Einsatz jetzt im Testspiel gehabt. Der ist, glaube ich, braucht noch ein bisschen länger. Ja, genau, du hast die drei, die jetzt wieder spielen und dann hast du ja immer noch Müller, der, glaube ich, immer noch verletzt ist und auch Lorch. Genau. Also hast du jetzt einen Kader von 29 Spielern. Klar, mit drei Torhütern, aber es sind 29, ist natürlich viel zu viel eigentlich. Gut, du hast zwei Aussortierte und noch drei Verletzte, dann sind es schon nur noch 24. Und das ist eigentlich eine vernünftige Größe. Genau, nur auch ein Lorch und Müller werden ja wahrscheinlich irgendwann wieder kommen. Ja, aber bis dahin sind irgendwelche anderen auch wieder verletzt. Ne? Genau, also hast jetzt auf jeden Fall ein paar mehr. Und ja, auf allen Positionen eigentlich genügend Optionen jetzt. Ja. Ja, wo du die Aussortierten ansprichst, haben wir ja auch schon oft genug erwähnt, Kovac und Niarko. Ich meine, hätte jetzt kürzlich mal was gelesen, irgendeiner war auch irgendwo mal im Probetraining. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche von beiden. Zu Kovac gab es jetzt einen, der hat wohl in Nordhausen oder irgendwas trainiert. Ja. Ist das ein Regionalligist? Ja. In genau, Thüringen, glaube ich. Das, ne? Hab ich das kam heute, habe ich das, glaube ich, gelesen. Okay. Ja. Ja, genau. Eventuell gibt sich ja doch die Gelegenheit, dass man, jetzt müsste man schon fast so böse sagen, dass man da noch einen los wird. Aber was anderes ist es ja eigentlich nicht mehr. Ne? Ich meine, ansonsten sitzen halt noch bis zum Saisonende da halt ihren Vertrag aus. Also ich hab gerade hier die Meldung, also Kovac flog mit dem Tabellendritten der Regionalliga Nordost mit Nordhausen, Wacker Nordhausen, ins Trainingslager in die Türkei. Mhm. Okay. Das ist ja vielleicht mehr als ich erhofft hatte. Ja. Genau. Dann ja, wollen wir sonst gerade mal so einen Blick auf den Kader werfen, beziehungsweise auf die möglichen oder auf die auslaufenden Verträge jetzt im Sommer? Vielleicht mit einer kurzen Einschätzung der Perspektive. Ich fange mal einfach hier oben an. Bei den Torhütern ist Jan Albrecht, der ist ja eher so die Nummer 3. Da läuft im Sommer der Vertrag aus. Was glaubt ihr? Was passiert da?
Das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Das ist ja sozusagen ein Eigengewächs, oder? Der, genau, der kam aus der eigenen Jugend. Aus der eigenen Jugend, also zumindest aus der A-Jugend übernommen. Da ist halt die Frage, der hat ja hier keine Möglichkeit, Spielpraxis zu bekommen. Und ist die 3, wenn ich in dem Alter wäre, würde ich, glaube ich, versuchen, der hat jetzt unter dem Steffen Vogler sicherlich auch einiges gelernt und das ist sicherlich auch nicht schlecht, aber die Chance, dass der spielt, sind halt sehr gering. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht zu einem Oberligisten, Regionalligist wechselt. Ich weiß auch nicht, was der jetzt bei uns verdient und was man woanders verdient. Das kann ich jetzt ganz schwer einschätzen. Also ob dem das jetzt reicht, zu sagen, ich bin hier die Nummer 3, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der kann nicht mehr U19 spielen, oder? Nee. Der ist 19. Weil das, also, ja, das bitte. Ist jetzt also einer der wenigen Fälle, wo es wirklich mehr. Blöd ist, dass du keine U23 mehr hast, weil sonst wäre das der klassische U23-Keeper. Ja, na klar. Ja. Also vielleicht leihen sie noch aus oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Dass sie einen Vertrag verlängern und dann ausleihen, aber das fände ich jetzt eine sympathische Lösung. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie gut er ist. Ja, offensichtlich hat man übernommen ihn haben. Nicht die Nummer 2 zugetraut, sonst hätten wir ja nicht den Lukas Watkowiak aus Mainz geholt. So, genau. Und ich denke, der braucht einfach Spielpraxis. Von daher, wenn sie, ich denke, da hat der Steffen Vogler sicherlich auch ein gutes Auge. Wenn der meint, dass der langfristig was sein könnte, dann verlängern sie den Vertrag und leihen ihn aus. Und ansonsten könnte ich mir schon vorstellen, dass der wechselt. Also ich glaube nicht, dass dem das, also wäre halt schade, wenn der Talent hat, was soll der dann der dritte Mann sein? Ja. Ja, und ich meine, Kolke hat ja jetzt bis 2020 einen Vertrag. Von daher wird sich genau. Auf der Nummer 1 so schnell nichts tun. Das heißt, es geht bestenfalls darum, sich um den Platz auf der Bank zu streiten. Ne? Genau. Naja. Ja. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, vielleicht auch nicht die wichtigste Personalie. Wen haben wir sonst noch? Kovac haben wir schon erzählt. Wird entweder jetzt wechseln, ansonsten läuft im Sommer halt der Vertrag aus. Und dann haben wir Michael Akoto. Da würde ich ja mal tippen, dass man den auch bei Zeiten verlängert. Und zwar deswegen, oder ich komme zu dieser Einschätzung, weil er in letzter Zeit ja doch öfter mal Einsätze jetzt hatte. Kommt ja aus der eigenen U19, ist auch noch ganz jung. Erfüllt dann halt auch dementsprechend die diese, was ist das, diese U23-Regel oder U21, wie heißt diese Regel? Wie viel? Man muss ja irgendwie so eine gewisse Anzahl Spiele mit einem gewissen Alter maximal halt jedes Mal im Kader haben. Da war ich eben gerade gedanklich auch dran, weil ich gesehen hatte, dass von den Verletzten, also Lorch, Müller und Dittgen, der ja jetzt länger verletzt war, das sind alles Spieler, die jetzt noch keine 23 sind. Das heißt, die waren auch alle die ganze Zeit eben keine Option dafür. Deshalb hatte ich jetzt auch gerade nochmal überlegt, wie viele Spieler wir da eigentlich haben, die da drunter fallen oder hab mal geguckt und wie viel wir brauchen, weil das ja dann auch wieder ein Kriterium für den Martinovic wäre oder ist. Ja, zumindest, dass er im Kader dann ist. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, also ich denke, Akoto wäre von mir ein heißer Tipp, dass der dann eine Verlängerung bekommt. Ja, hoffe ich auch, wäre schön. Also hat er jetzt doch, ist ja schon häufiger mal eingewechselt worden. Genau, also ich glaube 4 Spiele hat er jetzt gemacht. Oder 4 Einsätze gehabt. Wir können jetzt noch nicht so viel zu ihm sagen, weil es immer irgendwie eher kurz war. Aber ja, und er wird ja was dabei denken, wenn er ihn bringt. Interessanterweise. Und er ist uns zumindest auch noch nicht böse negativ aufgefallen. Richtig, aber wo er aber auch ein paar Mal gar nicht so auf seiner Position, also ist er eigentlich Innenverteidiger, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat er jetzt auch, ja, glaube ich. War das in Zwickau oder so, wo auf einmal offensiv rumgefallen ist? Genau, der kam also für die letzten 5 Minuten oder sowas und ist dann da halt noch auf außen. Ich glaube, da hat er dann Kampf für Diawosi oder sowas rein. Und das war 2 oder 3 Mal, glaube ich, der Fall. Einmal wurde er eingewechselt, da hat er rechts hinten gespielt, das weiß ich noch.
Aber auch im Hessen-Pokal wurde er mal eingewechselt, ich glaube in Frankfurt, und hat auch eher offensiv gespielt. Ja, aber der Hessen-Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. Ja. Genau. Von daher war ich ein bisschen verwundert, aber ich denke, dass er auf Dauer schon für die Abwehr auch eingeplant ist. Aber gut, wir gucken mal. Genau, also ich habe gerade nachgeguckt, also du brauchst 4 Spieler, die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt sind. Und am 1. Juli der jeweiligen Spielzeit das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Also sprich, die Vorsaisonbeginn noch nicht 23 sind. Ja, da fallen dann wieder ein paar raus dann, ne? Also ich meine, dass Andrich dieses Jahr tatsächlich noch dazu zählt. Und weil der ist jetzt 23, aber der ist es, glaube ich, erst geworden. Und ja. Dann hast halt den Ersatztorwart, Andrich und Diawosi in der Regel. Und dann hast du halt noch Redemann, Akoto, ja, plus die angesprochenen Verletzten halt. Ja, so ja, genau. Lorch, Müller. Aber die fallen jetzt auch nächste Saison raus, Lorch und Müller. Also Lorch, Müller, Dittgen, genau. Ich weiß Dittgen nicht, wie es mit Lotnagel ist auch rein. Der hat am selben Tag Geburtstag wie Philipp Müller, sehe ich gerade. Das ist ja lustig. Hier werden ja Sachen aufgedeckt, das ist ja der Knaller. Und fliegen beide raus aus der Regelung, ja. Genau, und genau, Andrich hatte im September Geburtstag, das heißt, der ist dann noch drunter gefallen jetzt dieses Jahr. Genau. Und der ist ja dann ja, nächstes Jahr. Ja, okay, mach genau, jetzt Genau, Notnagel ist jetzt diese Saison auch noch mit dabei. Mhm. Dessen Vertrag läuft auch aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der es eher schwer haben wird, einen neuen Vertrag zu bekommen. Genau, zumal dieser Bonus mit der U23-Geschichte, der fällt dann auch weg. Ja, da denke ich, also da müsste jetzt noch ein paar echt gute Einsätze haben, um sich da zu empfehlen, aber ich glaube auch eher nicht. Also mich hat er bisher auch nicht wirklich überzeugt, aber um eine super Überleitung direkt zum nächsten zu schaffen, wir müssen uns dann auf der Linksverteidigerposition, glaube ich, echt Gedanken machen. Ja, es könnte durchaus sein, dass unser Alf vielleicht doch noch ein Jährchen dranhängt, ein weiteres. Aber dann wird es dann vermutlich echt Zeit, dass du da einen Übergang schaffst. Also ich glaube, noch eine Saison mit über 30 Spielen oder sowas wird langsam unrealistisch. Also perfekt wäre es, wenn du Alf als Backup hättest. Genau, ja. Der dann zwar nicht mehr unter die U23-Regelung fällt, aber... Das nicht. Schon das nicht. Irgendwann brauchst du noch einen mehr, wenn du so einen wie Alf im Kader hast, um den wieder auszusprechen. Wahrscheinlich. Der hat sogar aber, noch nie bei uns in der U23-Regel gespielt. Wäre cool, wenn es auch so eine Ü35-Regelung gibt. Ja. Dass einer im Kader so... aus so, was der Verband der arbeitslosen Profis dann durchsetzt oder so. Welche Farbe ja, also, fände ich total geil. ja, also ich denke, dass die im Sommer die größte, das würde ich als die größte Baustelle jetzt mal spontan bezeichnen. Das und im zentralen Mittelfeld, da kommen wir gleich noch zu. Beziehungsweise können wir jetzt auch gerade weitermachen. Sebastian, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Sebastian Rovca hat auch nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Aber so gesetzt, wie der momentan ist, könnte ich mir vorstellen, dass der verlängert wird. Der hat ja letzte Saison... Zumindest, ja. War er ja eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben, so nach seiner Verletzungsgeschichte. Und auch da war bei ihm letztes Jahr das Thema, dass er halt aus der U23-Nummer rausgefallen ist. Und dann hat er aber doch durch seine Leistung Rehm und die sportliche Führung überzeugt, dass sie ihn behalten haben. Und er spielt ja jetzt eigentlich fast jedes Spiel. Oder eigentlich eine Ausnahme, wenn er nicht spielt. Ne? Der ist Stammspieler, ja. Genau, also ziemlich unumstritten. Und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen,
dass wir die nächste Saison auch wieder bei uns sehen. Würde ich auch momentan eher drauf tippen. Das ja, ich hoffe es. Also mir gefällt der wirklich gut. Das ist so eine Kampfsau. Den kannst du, vor allem jetzt spielt er zentrales Mittelfeld, den kannst du auch auf rechts bringen, da hat er auch lange gespielt. Ja. Der gefällt mir eigentlich auch auf beiden Positionen richtig gut. Ja, ja. Weil er sich so reinbeißt in so ein Spiel. Also, ja. Den brauchst du halt auch. Und auch durchaus mal die ein oder andere Aktion nach vorne, also gerade jetzt, wenn er im Mittelfeld spielt, so als das ist schon durchaus manchmal ein 50er Ball dabei. Also den Mrovca würde ich als momentan wichtigste ungeklärte Personalie bezeichnen. Also das ist der Spieler, mit dem sie als nächstes verlängern sollten, wenn ich was zu sagen hätte. Ja. Weil das ist der einzige Stammspieler, wo die Zukunft über die Saison hinaus nicht geklärt ist. Meiner Meinung nach, oder der einzige klare Stammspieler, wo es nicht geklärt ist. Und ich meine, beim Rovca war es damals so, da hatten wir noch einen anderen Trainer, da hat mir mal der Toni erzählt, dass der nicht bleiben will, dass der wechseln wollte, als der Vertrag damals auslief. Und dann hat er sich eben mal das Kreuzband gerissen oder irgendwas. Also es war ja diese schwere Verletzung auf jeden Fall. Und dann war er halt verletzt und hat es dann natürlich schwer, einen neuen Verein zu finden. Und dann hat man mit ihm nochmal verlängert. Und gut, jetzt sind die Voraussetzungen natürlich andere mit einem Trainer, der auf ihn setzt und er da klarer Stammspieler ist. Und ja, ich denke mal, für die zweite Liga wird es bei ihm jetzt noch nicht unbedingt reichen. Von daher, ja, da würde ich jetzt einfach hoffen, dass der verlängert, zumal ja da auch was angedeutet wurde von Hock, irgendwie während des Trainingslagers, dass er irgendwie kurz davor wären, noch einen Vertrag zu verlängern oder ein, zwei Verträge zu verlängern, irgendwie so. So hatte ich es zumindest abgespeichert und da hatte ich jetzt einfach auf den Mrovca auch gehofft, ja. Das wäre prima, weil dann hätten wir wirklich so die Stammelf auf jeden Fall unter Vertrag. Ja, ich sehe gerade, der gute Sebastian Mrovca hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Zum, was ist er jetzt? 24. 24 Jahre. Sollen wir ihm jetzt was singen? Das ist nicht nötig. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Aber wo ich hier gerade so auf die Kaderliste so drauf gucke, ist mir halt gerade aufgefallen. Und übermorgen hat Patrick Breitkreuz Geburtstag. Ja, also Sebastian, falls du uns heute noch hörst, was unwahrscheinlich ist. aber vor allem, alles Gute zum Geburtstag dann nachträglich, wenn du es dann hörst. Genau. Mal den Gunnar unter Druck setzen. Du lädst das heute noch hoch wegen diesem Geburtstagsding. Ja, mal schauen. Je nachdem, wie lange wir uns jetzt noch festquatschen und wie spät es denn wird und ich wie dringend ich ins Bett möchte. aber spätestens morgen und die Glückwünsche, die gelten auch morgen noch. Aber ich bin sicher, Beppo Mrovca ist Stammhörer. Da bin ich zuversichtlich. Stammspieler und Stammhörer, das sind die Liebsten. Das sind die allerliebsten, genau, ja. Also dann muss er auch verlängern. Ja. Wer leider nicht verlängern wird, um hier mal eine krasse Überleitung zu schaffen, ist Robert Andrich, sein Partner im Mittelfeld. Der hat nämlich jetzt bekannt gegeben, dass er im Sommer nach Heidenheim wechseln wird, in die möglicherweise zweite Liga oder nach aktuellem Stand. Das ist jetzt natürlich schon eine interessante Konstellation. Aus mehreren Punkten. Also anscheinend ist ihm hier die Chance zu klein, dass er jetzt mit dem SVW aufsteigt. Oder Heidenheim zahlt deutlich mehr, ich weiß es nicht. Und da schwebt ja so zumindest die Gefahr, oder besteht die Gefahr, dass die jetzt absteigen. Ne? Also die zumindest sind sie, was sind sie, ich glaube, gerade auf dem Relegationsplatz, oder? Oder 16. Ja, oder 17. Ich glaube nicht ganz, nee, Sind 3 Punkte vor Darmstadt. Drei Punkte, ja genau. Darmstadt ist noch auf dem Relegationsplatz, genau. Ja. Aber zumindest besteht da die Möglichkeit. Das wäre ja dann auch eine schöne Konstellation. Wenn wir am Ende hochgehen und Heidenheim runter. Also wenn wir Relegation spielen, dann wäre Heidenheim interessant aufgrund des Transfers, aber Darmstadt auch. Ja, ne, fand ich auch. Ja,
muss ja jetzt nicht im direkten Aufeinandertreffen jetzt in der Relegation sein. Könnte ja auch sonst, aber irgendwie, ich meine, das wäre so, Sonja, du hast es doch neulich so schön geschrieben, der hätte so seinen persönlichen Turk-Moment, könnte er haben, ne? Ja, also die Gefahr besteht. Deswegen habe ich mir auch bei der Meldung da gedacht, erstmal, okay, völlig logisch. Wir sagen ja auch schon immer, eigentlich ist der zu höheren Berufen, der gehört langfristig in die zweite Liga. Deswegen ist es erstmal sinnvoll, dass er sich einen Zweitligisten sucht, aber dann guckst du natürlich auf die Tabellen, zweite und dritte Liga, und denkst, okay, das kann halt auch schief gehen. Ja, ja. Wobei ich, er kann ich natürlich glaub, seinen Teil dazu beitragen, zumindest in die eine Richtung. Ja, ich habe gerade auch nochmal geguckt. Also Heidenheim hat jetzt aus den letzten 7 Spielen 14 Punkte geholt. Ich glaube, die hatten am Anfang Probleme oder halt so eine Niederlagenserie. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass die absteigen. Ich glaube, der Schmidt ist auch nicht. Kann natürlich passieren. Ne? Ja, aber wie gesagt, die haben jetzt einen 2-Punkte-Schnitt aus den letzten 7 Spielen. Und klar, du hast jetzt da hinten mit. Ja, also hast du auch noch Darmstadt, Fürth, Lautern, die da sicherlich auch nicht hin dachten, dass sie da landen. Und ich nicht weiß, was die da, also da in der zweiten Liga kenne ich mich am wenigsten aus. Aber so, ja, ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass Heidenheim drin bleibt, ist schon noch höher, als dass der SVW in aufsteigt. Ja. Oder der SVW in Wiesbaden aufsteigt. Und dazu kommt, dass er da eben mit Sicherheit mehr verdient. Und man weiß ja nicht, wie so Verhandlungen laufen, ne? Also würde mich sehr interessieren. Ob Heidenheim dann auch sagt, okay, pass auf, wir suchen einen Spieler, du bist interessant für uns, aber wir brauchen von dir eine Entscheidung bis dann und dann. Weil ansonsten hätte man tatsächlich auch sagen können, okay, der Zeitpunkt, jetzt zu sagen, ich gehe nach Heidenheim, ja, ist jetzt. Ja, ist halt schon sehr früh. Ja, das ist allerdings interessant, genau. Das. Ich meine, das ist für uns jetzt nicht so verkehrt. Also jetzt, was heißt für uns? Also jetzt für Hock und Schäfer, die haben jetzt ein halbes Jahr lang Zeit, entsprechenden Ersatz zu finden. Aber dass er jetzt sich schon tatsächlich entschieden hat, hat mich auch ein bisschen gewundert, ja. Auch dass Heidenheim jetzt schon den jetzt schon klar machen möchte. Gut, er ist natürlich ablösefrei und wie gesagt sicherlich interessant, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt noch andere Zweitligisten ihn haben wollten. Ich kenne halt, ich weiß ja, dass vom Christian, vom Kumpel, der ist ja da irgendwie mit der Tochter vom ehemaligen Trainer da in Holzhausen zusammen und was weiß ich. Da hat er so ein bisschen Kontakt zu dem und ich weiß von dem halt, dass der da jeden Sonntag auf dem Sportplatz auch ist. Also vom TGSV Holzhausen, wenn die spielen, egal ob heim oder auswärts. Der ist dann mit seiner Freundin ist er da jeden Sonntag am Sportplatz und guckt sich halt das Spiel an. Also entweder ist ihm auch langweilig oder macht das halt Spaß. Ist auch ein kleiner Groundhopper in Rheingau-Taunus Kreis und brauche jetzt einen neuen. Also du meinst ja, hier halt also, alles abgehoben. Ich weiß halt, ich weiß halt von dem, ich weiß halt von Christian, dass der da, also dass da ganz klar die Planung ist, dass der zweite Liga wieder spielen wollte, so dass ich da auch von vornherein mir bei ihm am wenigsten Hoffnung gemacht habe, dass er bleibt. Ja, und klar kann es passieren, dass das dann nicht klappt und wir aufsteigen und Heidenheim absteigt, das. Aber vielleicht hat er ja auch nur einen Vertrag, der für die zweite Liga gilt. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht, ja. Ja. Dann wäre er wieder zu haben. Ist jedenfalls zunächst mal ein Verlust. Das steht wohl fest. Da muss man jetzt erstmal einen finden, der den da adäquat ersetzen kann. Aber gut. Man ist ihm wohl nicht Kram. Also es wurde auch explizit nochmal irgendwo so der Vergleich gezogen, dass das zum Beispiel ganz anders ablief als jetzt da mit dem Wechsel von Marc Lorenz jetzt im letzten Sommer. Also man ist da wohl, geht wohl im Guten auseinander, so hört sich das an. Und jetzt ist er auch noch ein halbes Jahr da und natürlich wird er bis zum letzten Tag alles geben, bla bla bla. Das kennt man ja. Traue ich ihm aber auch zu. Also ich habe nicht den Eindruck, dass der ein Typ ist, der sich hängen lässt. Wir können ja ein kleines Tippspiel machen. Wie viele gelbe Karten holt sich Andrich noch ab, bevor er wechselt?
Ja, jetzt haben wir schon festgestellt. Wie viele Spiele sind noch? Es sind noch 18 Spiele und das nächste verpasst er jetzt ja schon wegen der Gelbsperre. Und das ist schon seine zweite jetzt, ne? Der hat schon die 10., glaube ich. Er hat 10 gelbe Karten, ja. Genau. Bei 20 Spielen. Ja, das heißt, ja, in den verbleibenden 17 Spielen, ich sag mal, es wird ein bisschen weniger. Ich sag 15 mal, kann er kriegen, ne? Ich sag 6. Ich gehe mal niedrig. Was sagt ihr? Ich sag 8. 8? Ja, dann sag ich 7. Okay, warte mal, ich notiere mir das gerade mal hier. Sollen wir noch irgendwas? Warte mal, hier schreibe ich mir mal auf. Andrich. Das ist auch, wir glauben echt an unseren Verein, ne? So eine Scheiße wetten. Was hat das mit Glauben zu tun? Das ist, ich glaube, dass der jetzt einfach jeden Zweikampf fair gewinnt. Fertig. Ach so. Ja, das haben die bestimmt auch trainiert. Saure Zweikampfführung, kein Foul oder ja, so. Das haben die jetzt endlich mal geübt, das ist denen auch aufgefallen. Micha, 8. So, was kriegt denn derjenige, der es richtig hat, von den anderen beiden? Ja, mit Einsatz. Also das Pokal, Hessen-Pokalfinale haben wir ja schon geklärt. Das haben wir schon geklärt. Das wir beide. Das kriegst du schon, ja. Ah ja, dann überlegen wir uns das noch nach der Sendung. Okay. Sonst wird es jetzt zu lang dauern vielleicht. Ja, mir fällt auch spontan nichts ein. Aber da machen wir noch was. Ja, mit Bier und Bratwurst kann man die Sonja aus. Jetzt nicht locken. Ne? Also, nee. Ist ja schwierig. Nicht so richtig, ne? Okay, wir denken uns was oder aus. Oder wir gehen mal nach dem Spiel halt irgendwo essen. Jetzt wird es aber zutraulich, ey. Ja, wir müssen ja eigentlich auch mal dann hier genau eine Podcast-Saisonabschluss-Fete dann mal machen oder sowas. Ja, ja, die wird wieder mit dem Hessen-Pokal zusammengelegt. Oh, das klingt gut. Ja, das klingt gut. Ja. Das wird günstig. Okay. Zurück zum Text. Im Mittelfeld, da gibt es ja noch ein paar Kandidaten, die uns verlassen könnten oder auch nicht. Patrick Funk. Da läuft der Vertrag auch aus. Sonja, was glaubst du? Ja, da der jetzt wirklich kaum noch eine Rolle gespielt hat, fürchte ich, dass das nichts mehr wird mit ihm. Also ich mag ihn, ich mochte ihn als Spieler, ich mag ihn auch als Typ. Aber ich denke mal, der war jetzt so abgemeldet, ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihm nochmal einen Vertrag anbieten. Gehe ich mit. Für mich der klarste Kandidat, der gehen wird. Neben Niako und Kovac. Ja, ja, okay, die sind klar, die haben wir schon. Die sind sowieso raus, aber genau. Gut, weiter. Dann Philipp Müller. Micha? Also wenn sie... Ja, also du hast ja jetzt als, spielt ja im rechten Mittelfeld oder so, gehe ich davon aus, ne? Also da ist ja Andres die klare Nummer 1. Ja, das mit rechts und links, das ist ja schon mal so und so, ne? Also, ja, genau, also er ist, glaube ich, ein Rechtsfuß und ist jetzt auf im rechten Mittelfeld erstmal zu Hause, kann sicherlich auch auf links ausweichen. Bei Schwadorf ist es, glaube ich, ähnlich. Ja, ich glaube, das trifft eigentlich so auf alle zu. Ich meine, das ist ja mit Diawosi und Andres ja auch. Die haben ja auch schon beide Seiten gespielt, ne? Ja, also will jetzt nicht schon wieder einen Bayern-Vergleich machen, aber den will ich auch nicht ja hören. Da gibt es ja auch einen Linksfuß, der dann gern mal von rechts kommt. Ja, ja. Ja, also ich denke, ja, Müller, klar, der fällt sogar noch unter die U23-Regelung. Aber Melvin Backup ist es auch nicht. Den könntest du nochmal verlängern, aber das ist so einer, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Also da findest du mit Sicherheit auch einen anderen vergleichbaren. Der. Ja. Ja, ich bin auch so ein bisschen unschlüssig. Also er hat mir durchaus, gab es schon einige Partien, denen er mir gut gefallen hat, aber ich bin jetzt auch ein bisschen ratlos, was für eine Verletzung er da eigentlich gerade hat und warum die so lange dauert. Ja, ich glaube auch, es kommt viel drauf an, wann er denn jetzt zurückkommt und in welcher Verfassung. Ich meine, wenn der jetzt. Ansonsten hat er mich jetzt auch. Ja. Nicht wirklich überzeugt bisher. Also er hatte immer mal wieder gute Spiele drin, aber er hatte jetzt auch viel, was man dann vergessen konnte.
Also gehe ich auch mit Micha ein bisschen mit, dass es jetzt nicht die wichtigste Personalie ist, aber ich glaube, da wissen wir jetzt echt zu wenig, was hat er, wann kommt er wieder und so, weil, also wenn der jetzt nochmal gescheit wiederkäme und sich wieder in die Mannschaft spielt, dann ist es ja wieder komplett anders. Ja. Also wenn das nicht passiert, dann werden die den auch nicht nochmal verlängern, gehe ich mal von aus. Laut Transfermarkt hat er Fersenprobleme. Was jetzt ganz cool wäre, ist, es gibt ja ab und zu mal so ein Fantreffen. Und ich meine, beim Fantreffen, was so im Frühjahr letzten Jahres, also 2017 lag, da ging es auch um die Personal, um die Zukunft der Spieler. Und da hatte der Hock auch schon eine Liste mit Spielern, denen sie schon gesagt haben, dass sie keine Zukunft mehr beim Verein haben. Das war ja jetzt auch fürs Trainingslager, glaube ich, angekündigt, dass sie jedem Spieler sagen, wie sie ihn sehen, auch für die kommende Saison. Ja, ich glaube, ich habe das danach nochmal gelesen, dass er sich mit jedem Spieler, also mit dem Spieler ohne Berater, mit jedem Einzelnen unterhalten haben. Das war so die Aussage. Genau. Meinst du dieses Fantreffen, bei dem sie das aus ihm rausgepresst haben am Ende? Genau, und bei dem Fantreffen war es nämlich so, dass er dann gesagt hätte, so nach dem Motto, die Entscheidungen sind gefallen, es ist mit den Spielern auch kommuniziert, es geht morgen erst an die Presse oder irgendwie so und vorher wollen es nicht sagen und dann gab es aber also eine Meuterei beim Licher Fantreffen, nein, also gab es dann so ein bisschen und irgendwie haben sie sich dann am Abend, ja Gott, komm, wir sagen es euch und dann haben sie halt verkündet, wer alles wessen Verträge alle nicht verlängert werden. Das war damals so Daniel Wein und keine Ahnung. Aber es waren genau die Spieler, die eben keine Stammspieler waren und die den Verein jetzt nicht wirklich vorangebracht haben. Von daher würde ich auch vermuten, Müller wird nicht verlängert. Ja, klingt schlüssig. Dann haben wir noch Kevin Pezzoni. Das ist in der Tat auch spannend. Der hat ja erst nach dem erfolgreichen Hessen-Pokalfinale den Vertrag verlängert. Das habe ich so interpretiert, als dass dann vielleicht doch noch entsprechendes Budget da war für ihn. Weil er, glaube ich, zu denen gehört hat, die mit am meisten verdient haben. Zumindest als er geholt wurde. Jetzt. Wie jetzt die Verlängerung jetzt aussah, genau. Weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es sich deswegen so gezogen hat, weil er wahrscheinlich weniger als zuvor verdient. Mag sein. Also wie gesagt, auf jeden Fall hat er kurz nach dem Pokalfinal oder nach dem Pokal, DFB-Pokal-Einzug verlängert. Warum auch immer, mag auch Zufall sein. Er ist jetzt 28. Ja, das vom Alter her soll es kein Problem sein. Er war jetzt halt sehr lange verletzt. Von daher ist jetzt auch die Frage, ob er sich gegen Andrich und Mrovca da durchsetzen kann, ne? Weil seine Position ist ja der Staubsauger vor der Abwehr. Ja. Ich denke, das dürfte sich mit ihm vielleicht auch noch hinziehen. Also wenn er jetzt sich auch wieder mit der Konkurrenz da seinen Stammplatz zurückerobern kann, den er ja vor der Verletzung hatte, dann werden sie wahrscheinlich auch nochmal versuchen, mit ihm zu verlängern. Aber gut, da kenne ich jetzt auch die privaten Hintergründe nicht, ob der wieder in die Schweiz will oder was weiß ich, ja. Ja, das, wobei ich meine, ursprünglich stammt er ja aus der Gegend. Ich glaube, irgendwie hier so Rüsselsheim oder irgend sowas. Also das war ja, glaube ich, damals auch so ein bisschen mit Grund, dass er hier herkam, weil er dann wieder quasi so zu Hause ist. Ja, genau. Also das bei dem kann man es halt tatsächlich nicht sagen, weil er jetzt einfach nicht gespielt hat, weil er so lang verletzt war. Ja, ich denke, das wird sich auch erst ganz, ganz spät entscheiden. Je nachdem, wie sich halt jetzt die Rückrunde halt jetzt entwickelt. Dann ich haben finde, sie sollten ihn verlängern, ja. wenn sie noch mal so ein Foto hinkriegen, wie nach dem Hessen-Pokal. Ja. Das Verlängerungsfoto von Pezzoni ist eines der großartigsten überhaupt. Pezzoni irgendwie mit so einem dicken Auge, mit so einem riesen Pfeilchen vom Spiel. Ja. Und Hock nebendran noch schön im Siegershirt vom Tag davor. Also Roch wahrscheinlich beide nicht so ganz fit. Und, also das Bild war großartig. Ja.
Ja. Aber es stimmt, ich muss jetzt meine Aussage von eben zurückziehen. Die größte Baustelle, die der Verein hat, ist tatsächlich nicht die linke Verteidigerposition, sondern die des zentralen defensiven Mittelfeldes. Also die Sechser und Achter halt. Mhm. Das zentrale Mittelfeld, wenn man mal guckt, da spielt Mrowca, Vertrag läuft aus, Andrich wechselt, Funk läuft aus, Jako gut spielt nicht mehr, Pezzoni läuft aus. Die einzigen, die du da noch unter Vertrag hast, sind Darms und Lorch. Blacher bei Lorch dazu ziehen. Auch. Ja, den würde ich eher als offensives Mittelfeld, ja, aber zentrales Mittelfeld, okay. Achter könnte schon gehen. Vielleicht ist der dann der Heilsbringer, wenn Andrich weg ist, ja. aber im Prinzip hast du da, genau, deshalb. Also das, wenn du mit Rovca verlängerst, der auch als rechter Verteidiger nicht mehr gebraucht wird, was der aber auch, meint, der Kuhn muss sich nur verletzen und dann spielt Mrowca wieder rechts, ne? Von daher ist schon gut, wenn du auch einen Pezzoni hast, der wieder fit ist. Oder halt einen Darms, der da spielen kann, ne? Die auf mehreren Positionen einsetzbaren sind ja eh die wichtigsten Spieler und da hast du natürlich mit Mrowca, der zwei Positionen spielen kann, mit Darms, die da flexibel einsetzbar sind, das ist natürlich ganz wichtig, aber trotz allem brauchst du dann natürlich auch einen gewissen Grundstock. Ja, und da werden dann die Abgänge von Andrich und anderen, die sie vielleicht dann als nicht brauchbar erachten, hast du da dann doch tatsächlich die größte Lücke. Und das ist ja sowieso die wichtigste, eine ganz wichtige Position. Für die defensive Stabilität, aber auch für offensive Impulse. Ja. Ja, dann haben wir noch Max Dittgen, der ist ausgeliehen bis Saisonende. Tja, das hat bis jetzt ja noch nicht so funktioniert, wie man sich das gehofft hatte, weil er halt die meiste Zeit verletzt war, hat glaube ich jetzt erst zweimal oder dreimal überhaupt erst gespielt. So ungefähr, ne? Also waren nur ganz wenige Einsätze. Hat er nicht im Pokal gegen Aue gespielt? Ja. Ja. Und zwei Ligaspiele, so ungefähr. Und das ließ sich ja eigentlich ganz gut an. Also da hat man halt mal einen richtigen Linksfuß. Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht so viele Linksfüße im offensiven Bereich. Und da kamen auch ganz vernünftige Flanken und sowas. Also von dem hatte ich mir schon einiges erhofft. Ich hoffe, dass der jetzt mal, jetzt wo er im Trainingslager wieder mit dabei war und dass der jetzt in naher Zukunft, also sprich in den nächsten paar Wochen, auch wieder spielfit ist, dass der mal wieder eingesetzt werden kann. Das wird mir schon gefallen. Aber da muss man halt auch mal sehen, ob dann ob er dann länger bleiben möchte, ob man ihn länger behalten kann oder ob Kaiserslautern den dann zurückhaben möchte, was ja zunächst mal der Standardfall wäre. Ja, also die Frage ist, also ich habe gerade geguckt, er hat einen Vertrag in Kaiserslautern bis 2019, was ja da bei uns jetzt bis 18 ist das ja das Mindeste, was sie haben müssen. Ist halt die Frage, ob sein Vertrag in Lautern noch gilt, wenn die absteigen. Also das ist ja durchaus wahrscheinlich, dass Lautern absteigt. Die haben ja jetzt schon einiges an Rückstand. Und zumal es dann bei denen dann auch dann vielleicht gleich ganz in die tiefsten Keller gehen könnte, aufgrund hier Finanzen und keine Lizenz und sonst irgendwas. Also könnte es so durchaus sein, dass die dann gleich ein, zwei Ligen weiter durchrauschen. Genau, deshalb, also du weißt dann tatsächlich nicht, inwieweit ist ein Vertrag gültig oder wollen sie ihn überhaupt noch haben und können sie sich überhaupt noch leisten, was weiß ich, ja. Machen den kompletten Neustart. Aber auch gar, da ist erstmal die Voraussetzung, dass der fit wird und oder fit bleibt und dann wieder seine Leistung bringt, weil dann hast du ja auch im Prinzip, die ist ja dann auch die Frage, wenn Dittgen fit ist, ja, spielt er, spielt die ja wo sie? Spielen beide? Wenn ja, wo? Ja. Das wird ja auch interessant noch werden. Ja, ja. Ja, also so potenzielle Außenspieler haben wir da eine Menge jetzt im Kader. Gut, die Hälfte davon halt die ganze Zeit verletzt.
Ich meine, da kann ja dann auch Schwadorf, hat ja meistens außen gespielt. Wie Budulu auch schon diverse Male. Philipp Müller. Da gibt es schon auch Kandidaten. Gut. Genau. Schwadorf ist ein gutes Stichwort, genau. Da läuft der Vertrag auch aus. Tja, ich weiß nicht. Ist, denke ich, ähnlich wie bei Philipp Müller. Da muss man mal gucken, ob und wie er jetzt zurückkommt. Ob er da noch eine Chance hat, sich zu präsentieren. Ne? Bitte? Ich glaube, der wird nicht verlängert, der Vertrag. Ja. Also gut, klar. Sollte dir, wo sie zurück nach Leipzig müssen oder die ihn anderweitig verleihen können, weil da gibt es ja auch irgendwie diese angebliche Klausel, dass er nächstes Jahr nur einen Vertrag hat, wenn wir in der zweiten Liga spielen. Klar, wenn du jetzt dann auch angenommen, Dittgen geht zurück und Diawosi geht auch weg, dann hast du auf links auch keinen mehr, außer Schwadorf. Ich glaube, das hängt dann einfach von den anderen Sachen ab. Oder du sagst halt generell, es reicht nicht mehr und suchst dir jemand Neues. Das war aber auch damals einer, sagen wir, bevor wir jetzt diesen unter Rehm den Lauf hatten, der war jetzt da auch kein Stammspieler vorher, oder? Der hatte sich irgendwann so festgespielt, aber. Ja, er war eine Zeit lang dann auch eher so als zweiter Stürmer lief er dann einige Male auf. Da war ich dann eher überrascht, aber das hat er gar nicht so schlecht gemacht. Das war auch nicht wirklich gut. Ja. Ich glaube, für damalige Verhältnisse war es ganz gut. Ich weiß. Ja, vielleicht. So. Das ist eine schöne Einschätzung, finde ich. Ja. Diese Vor-Rehm-Zeit. Ja. Ja. Das wäre auch ein geiles Gespräch. So, damals warst du eigentlich ganz gut, aber jetzt sind wir halt besser. Er konnte sich zumindest jetzt nicht mitentwickeln. Aufgrund seiner, was hatte der Leiste oder was, ne? Ich glaube, da hatte so Leistenbruch-OP oder was. Und weiß nicht, ob auf, ja. Ja, also ist auch so ein Kandidat, der auf jeden Fall auf der Kippe steht. Dann haben wir noch Stefané Wibudulu. Ich glaube, da ist es fast noch ein bisschen eindeutiger, dass das vermutlich nichts mehr wird bei uns. Würde ich jetzt mal tippen. Oder seht ihr es anders? Nee, gerade auch mit den zwei Neuverpflichtungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Die sind ja ihm dann auch noch vor die Nase gesetzt jetzt. Und denke ich auch, das wird nichts mehr. Ja, hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich glaube, dass das dann sich für ihn erledigt haben dürfte. Und dann noch Patrick Breitkreuz. Für den wird es dann möglicherweise auch eng, ne? Je nachdem, wie jetzt da halt so der Zweikampf zwischen ihm und Brandstätter so um die zweite Stürmerposition sich jetzt entwickelt. Könnte es durchaus sein, dass er, wenn er da den Kürzeren zieht, dann dürfte es klar sein. Die Frage ist, was hat man ihm jetzt gesagt im Trainingslager? Ne? Was war da jetzt so die Tendenz? Wäre interessant zu wissen. Ist auch die Frage, der Breitkreuz dürfte dem Verein ja auch ein bisschen dankbar sein, weil er ja verpflichtet wurde, während er verletzt war. Also ihn hat man ja während seines Kreuzbandrisses oder während seines Reha-Prozesses nach dem Kreuzbandriss verpflichtet. Und aber klar, er ist ja jetzt nichts, wo man dann sagt, oh, ich bleibe euch ewig treu, weil ihr so nett zu mir wart. Aber ich denke mal, wenn man ihn behalten will. Das ist ja nur die eine Seite. Die Frage ist, was will der Verein? Genau. Ja. Genau, deshalb, wenn man ihn behalten will, denke ich mal, hat man da eine ganz gute Ausgangsposition. Allerdings mit den Neuverpflichtungen jetzt könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das, dass er da auch auf jeden Fall auf der Kippe steht, ja. Und mich würde nicht wundern, wenn er dann auch nicht verlängert wird. Naja, oder vielleicht doch und Blacher geht trotz noch laufenden Vertrags im Sommer weg. Ne? Das könnte natürlich auch passieren. Klar, wenn Blacher weg will und man sagt, okay, wir schätzen Breitkreuz höher ein, was ja zumindest jetzt zuletzt so war, von den Spielanteilen her, dann wäre das auch wieder eine Option. Aber ansonsten, ich meine, du hast ja dann Scheffler, Brandstätter und Martinovic. Da brauchst du sicherlich noch einen, wenn du vielleicht dann im Sommer auch noch einen holen willst. Oder da auch schon Gespräche liefen vielleicht, dass du da jemand holen könntest.
Ja, vielleicht sagst du ihm auch einfach, wir reden im April nochmal. Ja. Kann ja auch ein Gesprächs Ergebnis sein, dass man sagt, okay, wir gucken, wie es jetzt weitergeht. Und Stand jetzt verlängern wir nicht, aber gesprächsbereit sind wir noch. Genau, ja. Ja, dann haben wir das mal abgehandelt. Diawosi habe ich noch eine Notiz, aber das hast du im Prinzip schon gesagt. Da war jetzt kürzlich in einem Artikel im Wiesbadener Kurier so die Frage, was geschieht mit Agyeman Diawosi? Und die schrieben, das 19-jährige Juwel ist von RB Leipzig nur ausgeliehen. Okay, so viel wissen wir. Hock macht keinen Hehl daraus, dass der pfeilschnelle Außenstürmer gehalten werden soll. Allerdings hätte er nach derzeitigem Stand nur bei einem Zweitliga-Aufstieg einen Vertrag beim SVWW. Das ist schon interessant, weil es hieß, er kommt mit 2-Jahres-Vertrag oder für 2 Jahre ausgeliehen, aber es gibt irgendwie eine Klausel. Aber das klang die ganze Zeit eher so nach einer Klausel, als hätte RB da irgendwie eine Möglichkeit, den vorher zurückzuholen, wenn sie das möchten. Und das klingt ja jetzt, so wie es bei einer Kurier schreibt, irgendwie ein bisschen anders. Was hält man denn davon? Also, ist ganz komisch auch. Also, ich habe jetzt auch bei Transfermarkt nochmal nachgeguckt. Da steht halt auch, er hat einen Vertrag beim SVW bis 30.06.19, bei RB bis 30.06.20. Und bei weiteren Daten, der SVW in Wiesbaden hat die Option, die Leihe im Falle eines Zweitliga-Aufstiegs um eine Spielzeit zu verlängern. Aber gut, ich glaube, das, was im Kurier steht, ist dann genauer. Also am Anfang hieß es, der wurde für 2 Jahre ausgeliehen und da war von gar keiner Klausel die Rede. Das kam ja jetzt erst in letzter Zeit. Nee, das war und schon ziemlich am Anfang. Ja. Dann habe ich das nicht mitbekommen. Aber ja, ich habe es ja schon mal gesagt, also bei Leipzig wird er nicht mehr spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Champions League-Format hat er noch nicht und Bundesliga. Von daher wäre das Einzige, was die machen können, zu sagen, okay, wir wollen, dass er nächstes Jahr zweite Liga spielt, dass er praktisch sich weiterentwickelt, um dann vielleicht doch nochmal irgendwann für uns interessant zu sein. Dass man eben auch das Potenzial erkennt und sagt, okay, er war jetzt dritte Liga, dann nächstes Jahr zweite Liga und vielleicht reicht es dann doch nochmal für die Bundesliga mit uns. Oder dass man halt sagt, okay, wir holen ihn zurück und verkaufen ihn dann an Zweitligisten. Das schicken ihn nach Salzburg. Als Ausgleich, ja. Ich, keine Ahnung. Also jedenfalls wäre es schade. Also bei uns spielt er ja gut, könnte man gut gebrauchen. Auch wenn es beim Aufstieg nicht klappt, könnte man auch sicherlich nächstes Jahr in der dritten Liga gut gebrauchen. Aber ich denke mal, das würde man dann vermutlich im Sommer dann verhandeln. Genau, also es wäre ein herber Verlust, so wie er jetzt gespielt hat. Bei so einem jungen Spieler ist natürlich auch immer die Frage, hält er das konstant, also ist bei jedem Spiel die Frage nach der Konstanz, ja, und kommt da irgendwann nochmal so eine kleine Delle, ja, also so ein kleiner Hänger, oder wenn er das so konstant hält, dann hoffe ich, dass er so gut spielt, dass wir tatsächlich aufsteigen, weil dann hätten wir das Problem gelöst. Genau. Ja, ansonsten, wenn er gut spielt und wir werden Fünfter oder sowas, was auch völlig okay wäre, so vielleicht okay wäre, vor der Saison okay wäre, dann kann es natürlich schon sein, dass der geht, ne? Ja. Weil auch für ihn ist natürlich, kenne jetzt auch seine Karriereplanung nicht, aber wenn der auch sagt, okay, ich will langfristig Bundesliga spielen und wenn ich die Option habe, zweite Liga zu spielen und mich da zu entwickeln, ja klar, dann wird er die wahrscheinlich auch wahrnehmen, ne? Na gut. Ich denke, da können wir auch nur abwarten. Also wir haben jetzt ausgemacht, dass wir einfach aufsteigen, dann hat sich das Problem erledigt, oder? Ja. Ja. Und dann haben wir Ditgen und Diawosi. Ja. Oh, das wäre auch eine schöne Flügelzange. Oder Andrist. Ja, da gibt es Optionen. Dann machen wir Durchmarsch. Ja.
Wir spielen mit drei Flügeln. Ja. Genau. Okay. Wir steigen so lange auf, dass sich der Vertrag von Diawosi immer verlängert. Ja, spielt er mit uns Champions League. Sehr gut. Genau. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal hier so den Überblick über die auslaufenden Verträge hiermit ab. Moment. Zum David Blacher hatte ich mir hier noch notiert. Der hatte jetzt gegen Jena, das letzte Spiel vor der Winterpause, hatte er seinen 100. Liga-Einsatz für den SVW in Wiesbaden. Glückwunsch. Ja, hat sogar ein Tor geschossen dabei. War ja dabei. Auch eine tolle Party. Ja, aber genau, die war da leicht verdorben. Er hat getroffen. Ja, er hat ein Tor gemacht. Ja. Genau. Ja, aber ich meine, 100 Spiele jetzt für Wien musst du auch erstmal schaffen. Also das haben jetzt bei uns im Kader nicht allzu viele. Minzel natürlich, Kolke. Dann Steven Ruprecht, hat er schon 100 Spiele? Kolke hat auch schon 100 Spiele? Geil. Der hat schon 156 Spiele. Wow. Also ich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass in meiner Erinnerung steht immer noch Guski im Tor. Genau. Ja, ansonsten Patrick Funk hat insgesamt 173 Drittligaspiele. Da müsste ich jetzt mal gucken, aber bestimmt nicht 100 für uns, oder? Warte mal, wo gibt's denn das hier? Beim Kicker sieht man das. Gerade mal gucken. Kader. Bräuchten jetzt so Wartemusik. Ach ne, das haben wir schnell. Funk, wo ist er? Die haben den bei Abwehr einsortiert. 94 hat er für uns gemacht. Und wie sieht's aus mit Steven Ruprecht? Erst. Also was? Ja, da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch einiges. Ja, stimmt, okay, der ist jetzt 2,5 Jahre da, war zwischendurch auch mal verletzt ein bisschen. Ja, kommt hin. Ja. Was gibt's ansonsten noch Interessantes? Es gab ein Interview mit Markus Hankamer im Wiesbadener Kurier. Ich glaube, das macht er immer so irgendwie, oder weiß nicht, oder vielleicht fragen die den auch immer nur so in der Winterpause an. Das verlinken wir mal. Das war nicht so uninteressant. Ja, ich habe es mir eben nochmal durchgelesen, aber so richtig spannende Dinger klappt er da auch nicht. Nee, ich meine, er ist jetzt eh nicht so der Mann für die steilen Thesen. Aber ja, Gott, wenn der Präsident spricht, das kann man sich ja schon mal durchlesen. Der Herr Präsident. Da steht man auch auf dazu. Ja, ich lese das immer nur im Stehen. Ja. Ich glaube, da ist ja auch eigentlich die wichtigste Aussage nur, dass er weiterhin Geldgeber mit sein wird. Ja, genau. Dass Britta nicht aussteigen will und er ja das weiter eben als Präsident auch machen will. Ja, aber das stand ja jetzt auch in unserer Wahrnehmung erstmal auch nicht zur Debatte. Genau. Trotzdem ist es ja ganz gut, wenn er es sagt. Klar, ist gut zu hören, aber es ist auch keine Brüller-Nachricht. Also, nee, es ist deshalb. Natürlich gut, aber es ist jetzt ja, keine wenn er da jetzt, in dem Sinne. Wenn er da jetzt gesagt hätte, wir wollen in naher Zukunft aussteigen, dann hätten wir die Brüller-Nachricht. Ja. Aber das ist mir dann so schon lieber. Dann wäre es ein richtig spannendes Interview. Zum Stichwort Aufstieg sagte, wir werden das auch irgendwann schaffen. Also, das sage ich auch immer. Ja. was vielleicht auch noch interessant ist für den einen oder anderen, irgendwie einen, so am Namen SVW in Wiesbaden soll auch nicht gerüttelt werden. Da gab es ja auch immer mal zwischendurch, jetzt auch gerade so im Zusammenhang mit diesem Fusionsthema davor. Ja, wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre oder so? Gab es ja auch Diskussionen, verschwindet Wien jetzt völlig aus dem Vereinsnamen und bla bla bla, diese ganzen Themen. Also das ist offensichtlich kein Diskussionspunkt mehr. Ja. Okay, dann gucken wir vielleicht mal
auf die nächsten Partien, die jetzt anstehen. Denn es geht ja jetzt am kommenden Samstag wieder los, auch in der dritten Liga, nachdem die Erstliga ja schon letzte Woche vorgelegt hat. Wie ist denn mit der zweiten Liga? Die fängt jetzt auch am Wochenende an, wahrscheinlich, ne? Weiß das jemand? Ich glaube schon, ja. Ist jetzt, ja, die nicht, jetzt nicht ganz unser dringendes Thema, aber okay. Also, wir haben am Samstag um 14 Uhr ein Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Was für mich jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich an dem Wochenende nicht da bin und das Heimspiel verpassen werde. Das tut mir immer ein bisschen weh. Ich bin auch nicht da. Du bist auch nicht da. Nachtrag, die zweite Liga fängt am Dienstag wieder an. Stimmt, die fangen mit der englischen Woche an, ne? Jetzt ja, nicht ganz, weil am Wochenende spielen sie ja nicht. Also, ach komm. Ja, keine Ahnung warum. Die fangen jetzt nicht am Wochenende, aber dann mit Wochentagsspieltag. Am Dienst, die fangen am Dienstag an. Okay. Genau, also das ist das dann eine englische Woche, wenn man sobald du Dienstag spielst. Dienstag und Samstag spielt. Ja, egal, also sie fangen dann halt ein paar Tage später an. Okay. Heimspiel gegen Osnabrück. Da haben wir ja im Hinspiel, wie war das, 4-0 gewonnen. Dieser überraschend hohe Auswärtssieg, der dann auch, wo im Prinzip jeder Schuss ein Tor war. Ja, war schön. Ja, du warst da, wie war das? Ja. Ja, genau, ne? Du verpasst das jetzt auch. Micha, bist du denn wenigstens im Stadion? Da haben wir ja, damals haben wir ja viele Tore gemacht, weil am Ende, glaube ich, von denen noch einer verletzt raus war, als sie schon gewechselt hatten, dreimal und so. Also da ja, haben wir hinten raus irgendwie noch die ganzen Tore. Ich glaube, in den letzten 2 Minuten waren 2 Tore oder sowas, ja. Und das ja, eine, das 2-0 fiel auch erst relativ spät, ja. Ja. Micha, bist du im Stadion? Natürlich. Natürlich, ja gut. Ja, sein könnte, dass dir auch also was dazwischen kommt. Ja. Wir schwächeln ja. Wenn dann nur kurzfristig. Ja. Aber eingeplant ist es. Übrigens, wisst ihr, wer Torschütze gegen Osnabrück im Hinspiel war? Funk. Richtig. Also neben Scheffler und Andrist. Aber Funk hat ein Tor gemacht. Ich war dabei. Ja, der hat auch beim Kicker die Note 1,5 bekommen in dem Spiel und hat durchgespielt. Völlig zu Recht. Ja, ich habe auch gerade. Gerade habe ich auch das Tor wieder vor Augen. Ja. Scheffler, Andrist, Funk und wer war das vierte? Ruprecht. Ruprecht. Gab es da einen Elfmeter? Das war, ja, fast. Die zwei Optionen, Elfmeter. Genau. Ruprecht. Ja, nach einem Solo über 50 Meter und dann souverän am Torwart vorbeigeschoben. So wie die Saison läuft, kommt das auch noch. Ja, ja, das wäre geil. Genau, nee, also ich bin da. Ich weiß jetzt nicht, was ihr macht, aber ich gucke mir das an. Ja, ich bin auswärts, also bin in München am Wochenende. Ich am Samstagabend auf einer Veranstaltung bin. Genau. Der Mann von Welt. Ja, ja, ja. Und wenn man schon so nah an den Bergen ist, dann kann man am Wochenende auch nochmal Skifahren gehen. Okay. Ja, dann. Jetzt werden wir schon wieder beim Einstiegsthema, genau. Dann geht's weiter. Das ist ein bisschen blöd terminiert, ne? Wenn diese Veranstaltung eine Woche später wäre, dann hätte ich vielleicht nämlich mittags nämlich das Auswärtsspiel in Unterhaching angucken können. Das ist jetzt blöd. Niemand will Spiele in Unterhaching angucken. Ich kenne jemanden, der ist da schon mal hingefahren bei Schneetreiben. Ich auch. Da haben wir auch gewonnen. Ja. Wir fahren auch nochmal hin, vielleicht gewinnen wir wieder. Das muss ich mir nicht nochmal antun. Ja, wie war das im Hinspiel? Da haben wir irgendwie 1-0 gewonnen. Das war ein bisschen glücklich, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Genau. Genau, das können wir da gerne nochmal machen. Hat man schon gesehen, dass die Hachinger gut kicken können und die sind da nicht wie eine Auswärtsmannschaft aufgetreten. Ja, ja. Und, da waren wir mit, genau, mit dem Dreier schon ein bisschen glücklicher. Ja, und dann geht's am Freitagabend drauf, um 19 Uhr, ein Flutlichtspiel gegen den KSC. Das wird dann sicher spannend, nachdem der KSC, den hatten wir dann in der Hinrunde den ersten Sieg beschert, nachdem die ja große Mühe hatten. Jetzt in letzter Zeit sind sie aber ziemlich ins Rollen gekommen. Also das
ja, klingt nach Spitzenspiel. Und dann die Woche drauf, dann ist quasi eine längere Pause, dann geht's sonntags noch ein Heimspiel, haben wir zwei Heimspiele hintereinander, gegen die zweite Mannschaft von Werder. Und das ist ja diese Geschichte am Faschingssonntag. Das haben wir ja schon, wann war das, vorletzte Sendung ja schon besprochen, dass das mit dem Faschingsumzug hier in Wiesbaden blöderweise zusammenfällt. Ja, hier steht in unserem Sendungsdokument, steht noch schön das Schlagwort Faschingshass mit drin. Ja. Ich find, das sollte in den Duden. Ja. Ich brauche das oft. Faschingshass. Ja, wir haben jetzt tatsächlich von den vier Spielen, die kommen, drei Heimspiele. Ja. Das hat man nicht so oft. Dementsprechend eine gute Chance, wieder, also sag ich mal, die Teams, die jetzt von unten oder hinter uns standen, die rangerückt sind, dass wir da wieder eine kleine Lücke vielleicht aufreißen können. Sollte Haching irgendwie doch noch ausfallen, weil es vielleicht doch noch irgendwie mal einen Winter gibt in diesem Jahr, hast du sogar drei Heimspiele hintereinander, aber gehen wir mal davon aus, dass die alle so stattfinden. Und dann hoffe ich auf 10 Punkte wären super. Ja gut, am besten wäre natürlich 12, aber ich würde mal sagen 7 bis 10 Punkte fände ich gut. Ja, klar. Je mehr, desto 7 Punkte sollten es schon sein. Kann natürlich auch so sein, dass Haching uns überholt. Die sind aktuell 2 Punkte hinter uns. Uwe, jetzt kann ich wieder die ganze Nacht nicht schlafen. Ja, also das ist ja alles also möglich. Karlsruhe kann es ja auch überholen. Ich weiß nicht, ob die das Nachholspiel jetzt noch demnächst haben oder wann das terminiert ja, ist. Ja, das geht. Aber wir haben ja noch ein 14.2. sehe ich weniger. 14.2. Dann ist es danach. Okay, aber die können natürlich da zwei Spiele vorher sind und sie 6 Punkte Rückstand haben und sie dann gegen uns spielen. Aber gut. Gucken wir jetzt mal nicht zu sehr nach hinten. Ich denke, mit 3 Heimspielen aus 4 Spielen und der, ja, solltest du, also 8 Punkte wäre natürlich gut, dann würdest du keins verlieren. Aber ich denke mal, Osnabrück und Bremen sollte man daheim schlagen können. In Haching kannst du bestimmt auch einen Punkt holen und gut, Karlsruhe musst du dann gucken, die kriegen ja nicht mehr so viel Gegentore. Die haben sich ja jetzt zur besten Abwehr mitgemausert zusammen mit uns. Ja. Von daher, ich hoffe, ich kann alle 3 Heimspiele sehen. Ja, und bei den anderen beiden bin ich hoffentlich auch am Start. Da spricht bis jetzt zumindest noch nichts dagegen. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Habt ihr jetzt noch irgendwas zu spielen oder Spielern? Sonja, ich hätte noch eine Quizfrage für zwischendurch. Eine Quizfrage? Es gibt 2 Spieler, die alle Spiele durchgespielt haben, also alle 20 Spiele komplett 90 Minuten auf dem Platz standen. Jetzt dürft ihr sagen, wer es ist, so schwer ist es nicht. Also das eine ist sicherlich Kolke. Klar. Und korrekt. Der zweite ist schon schwieriger. Ich überlege gerade, von den Verteidigern auf jeden Fall keiner. Könnte eigentlich nur Schäffler sein, ne? Richtig. Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob der eine Gelbsperre zwischendrin hatte oder mal ausgewechselt wurde. Aber ne, dann. Das ist tatsächlich, also ich meine, dass ein Torwart alle Spiele spielt, ist nicht so ungewöhnlich. Aber dass ein Stürmer alle Spiele durchspielt. Der hat auch alle durchgespielt, der ist nie ausgewechselt worden. Also ich habe das nachgeguckt in einem Programm, gerade eben, das nennt sich das Fußballstudio. Ja. Und da ist bei Einsatzminuten, weil ich auch gucken wollte, ich wollte halt eben versucht zu gucken, welche, wer die meisten Minuten insgesamt hat oder die meisten Spiele. Und ja, da habe ich das eben gerade gesehen, dass ich das nach Minuten sortiert habe, dass Schäffler und
Genau, ist richtig. Kolke, ich habe es gerade beim Kicker nachgeschaut, auch kein einziges Mal ausgewechselt. Das ist allerdings bemerkenswert. Es gibt noch. Das zeigt ja auch wieder, dass der Brandstätter-Transfer irgendwie sehr sinnvoll ist. Es gibt noch zwei andere Spiele mit 20 Einsätzen. Zwei andere Spiele, ja. Aber die sind dann halt mal. Einer ist einmal ausgewechselt worden. Wer war das? Morgenhaupt? Genau. Der ist einmal gegen Preußen Münster zur Halbzeit ausgewechselt worden. Was war denn da? War der da verletzt? Ja, ja, ich glaube, der nicht, schon einmal. Irgendwann war der einmal. Man hätte ihn gegen Jena zur Halbzeit auswechseln können. Ja, darum, es geht ja nicht um hätte man. Hätte, hätte. Genau. Und der andere? Hätte, hätte, Fischbulette. Der andere müsste dann, das muss ja einer ohne Gelbsperre sein, ne? Ja. Ohne Gelbsperre? Ihr habt das gerade beide vor euch wahrscheinlich. Ich hab's jetzt gerade hier bei Kicker nachgeschaut. Ich sag nix. Du hast es jetzt auch vorliegen wahrscheinlich, ne? Sonja? Ja? Ich hätte Morovca gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der keine Gelbsperre hat. Der hat auf jeden Fall einmal ausgesetzt. Nee, es ist, gar nicht mehr so es ist Andrist. Der ist zwar fünfmal eingewechselt worden und fünfmal ausgewechselt worden, aber er kam in jedem Spiel zum Einsatz. Echt, hat er jedes Mal am Anfang, der hat in meiner Wahrnehmung nämlich auf der Bank angefangen. Ja, genau, der hat die ersten drei Spiele, wurde eingewechselt. Der ist jedes Mal eingewechselt, ah, okay. Ja, ja, und dann auch am sechsten, siebten Spieltag wurde er noch eingewechselt und halt insgesamt fünfmal ausgewechselt, meistens dann halt auch so Schlussviertelstunde. Ja gut, das ist so das Klassische halt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er am Anfang jedes Spiel gemacht hat. Aber auch 10 Spiele halt durchgespielt. Genau, Morovca hat. Ja, der hat doch am Anfang auch, meine ich, getroffen, als er dann eingewechselt wurde, ne? Ja, ja. Mitunter. Ja, als Joker. Genau. Ja, gleich im zweiten Spiel ja gegen Osnabrück. Und dann die nächsten Tore haben dann gedauert bis Groß Asbach. Okay. Genug der kleinen Statistiken. Jetzt wollte ich eigentlich gerade noch was dazu sagen. Zu dem Fußballstudio wolltest du noch was erzählen. Genau. Und zwar hatte mich der Marc nach der vorletzten Sendung darauf hingewiesen. Da hatten wir versucht, da hatte ich ja die Frage aufgeworfen, ob Luca Schnellbacher schon mal jemals zwei Tore in einem Ligaspiel in seiner Profikarriere geschossen hat. Und dann hat mich der Marc angeschrieben und gesagt, das ist tatsächlich ein PC-Programm, das ist keine App oder sowas fürs Handy, sondern ein Programm, das man auf dem PC installieren kann. Das ist irgendwie so Freeware. Wenn man das googelt oder der Suchplattform seines Vertrauens. Wir können das ja auch mal in den Shownotes verlinken. Da kann er Ihnen. Genau, dann landet man irgendwie auf vmlogic.net oder sowas. Mhm. Da kann man das downloaden. Man muss sich dann so ein bisschen da durchfuchsen, bis man das tatsächlich entpackt hat. Und irgendwie noch eine Datenbank kann man runterladen. Und ab und zu muss man das auch aktualisieren, weil natürlich nach jedem Spieltag es neue Daten gibt. Also das synchronisiert sich da nicht automatisch. Und da hat der Marc herausgefunden, und ich habe das dann auch nochmal nachgeguckt, dass der Luca Schnellbacher tatsächlich einmal zwei Tore in einem Spiel geschossen hat. Und wer war anwesend? Ja, es beschämt mich. Die Sonja. Natürlich. Die Sonja hat es live gesehen. Dann erzähl doch mal, dann war es wahrscheinlich ein Auswärtsspiel. Das war in der Roten Erde in Dortmund bei Dortmund 2. Stadion Rote Erde. Sehr schön. Im Schatten des Westfalenstadions. Was war das, ein 4-1 oder so, ne? Ja, genau. Genau. Und das Jahr müsstest du mir nochmal nachreichen. Oh, das habe ich jetzt nicht aufgerufen, aber. In den Notizen hier steht Saison 2013-14. Oh, dann habe ich mich gut vorbereitet. Das war. Ich glaube, das war eher die Rückrunde, also was dann 2014. Und das dürfte dann Lukas' erste Saison bei uns gewesen sein, oder? Da war er noch jung und frisch. Ich auch. Schnellbacher.
Genau, das war seine erste Saison. Ich würde jetzt mal sagen, in der Saison hat er die meisten Tore geschossen. Hau ich einfach jetzt mal als. Bist du sicher oder hast du es jetzt schon nachgeschaut? Nein, das hätte ich jetzt einfach mal vermutet, aber. Das haben wir gleich. Saison 2013-14 hat er 4 Tore gemacht. Boah, das klingt schon ganz gut. Saison 2014-15, warte, waren es auch 4 Tore. Verteilt auf 4 Spiele. Ich glaube, mehr wurden es da nicht mehr. Saison 2015-16, 8 Tore. Was? Ja. 8 Tore. Unter anderem eins am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart 2, kurz bevor Alf Minzel noch getroffen hat. Der hat ja damals das schnelle 2-1 gemacht. Oder 2-0, was war das? Ne, 2-1, ne? Ich glaube, die hatten ja da ausgeglichen. Also ich habe es jetzt auch gerade in dem Fußballstudio aufgemacht, da steht auch genau 4-4-8 und dann 2. 2 und dann jetzt auch 2 für allen. Aber die Saison ist ja noch lang. Ja. Also wie gesagt, wer da Bock drauf hat auf so ein Statistikprogramm, man kann da natürlich viele Sachen, kann man sich auch per Suchmaschine raussuchen, aber es gibt halt auch viele Sachen, die kann man dann tatsächlich da ganz gut nachgucken, weil es unheimlich viele statistische Quervergleiche gibt. Ja, da kann man, wenn man Zeit hat, so ein bisschen rumspielen oder halt sich Statistiken dann reinziehen und ja, ich habe da jetzt auch mal ja, da kann man gucken, welcher Spieler die meisten Tore gegen den SVW in Wiesbaden geschossen hat und so weiter und so fort. Und, das will ich gar nicht wissen. Ja, genau. Und ja, der, wie gesagt, man kann sich das mal runterladen oder wie auch immer und dann kann man das benutzen oder auch nicht. Und ich habe das auch mal versucht. Es ist ein bisschen knifflig. Ich bin gescheitert, habe aber allerdings nicht allzu viel Zeit drauf verwendet. Da muss man wohl noch ein bisschen genauer die Anleitung lesen, wie man es richtig macht. Aber ansonsten ist das eigentlich schon eine nette Sache. Gut, genau. Dann habe ich hier noch unsere beliebte Kategorie Buntes. Da wollte ich noch was nachreichen. Und zwar vom Weihnachtssingen. Das haben wir letzte Folge ganz vergessen. Es gab ja dieses tolle Weihnachtssingen in der Britta Arena mit prominenten oder halb prominenten Künstlern. Wie hießen die? Ross Anthony und die Lucy, wie heißt die? Oder heißt die einfach nur Lucy? Diakowska. Ach ja, genau. Die war auch von irgendeiner so einer Castingband, ne? Von den No Angels. Ja, genau. No Angels, wirklich? Nicht irgendwie? Ach, was weiß ich, ich kenne mich da nicht. Ja, aus. No Angels, mach schnell. Ich will nicht mehr über dieses Weihnachtssingen nachdenken. Sag doch, wenn du es weißt. Traut sich nicht. Ja, CJ war jedenfalls mit Familie dort und er schrieb zu meiner Überraschung, aber gut, siehst du, jeder Jack ist anders. Insgesamt hat es uns sehr gut gefallen. Haben dann doch einen Sitzplatz auf der Haupttribüne bekommen. Man muss dazu sagen, die hatten Stehplatzkarten. Die Stehplätze hatten sie gar nicht auf. Die Stimmung war gut, nur leider war es nicht so voll. In der Zeitung stand zwar 4.000, ich glaube aber, dass es nur so knapp über 2.000 waren. Und war nicht mal irgendwann die Rede davon, sie hätten 7.000 Karten verkauft, verschenkt, verlost, verteilt? Tja, naja. Vielleicht haben sie 7.000 verteilt, aber es waren halt nur 2.000 da. Ja. Haben dann mal aufgerundet auf 4.000, damit es nicht ganz so traurig klingt, ja. Lucy und Ross waren recht unterhaltsam und OB Gehrig hat nach Rudy Rednose Reindeer vorgelesen. War halt arg kalt, die Mannschaft war auch komplett vertreten. Ja, na gut, freut mich, dass es dir gefallen hat, CJ, Grüße. Und ja, also
Ich wäre auch ein bisschen vom Glauben abgefallen, wenn da tatsächlich da 7000 Leute da gewesen wären und dann irgendwie, weiß nicht, die ganzen Sitzplätze voll und sogar noch Leute auf den Stehplätzen für dieses Weihnachtssingen. Das hätte mich erschüttert. Kurze Frage, war das Singen vor oder nach Jena? Es war am Tag danach. Ja, das kommt hin, ja. Dann ist es eine gerechte Strafe gewesen für die Mannschaft. Ja gut, da kann natürlich jetzt Lucy und Ross können doch nichts dafür. Nee, die haben ja auch nur ihren Job gemacht. Die sind natürlich auch für bezahlt. Stimmt, egal und, wie viel. Die Mannschaft durfte dann halt nochmal schön darüber nachdenken. Ah, ach, du meinst, sie hätten drei bekommen, wenn sie gewonnen hätten? Vielleicht, weiß ich nicht. Sie hätten jedenfalls irgendwie 2 Tage länger Urlaub gehabt, aber ich glaube, das wäre hinten dran gewesen. Ich glaube, das ist irgendwas Fieses, Kleingedrucktes im Vertrag, sodass sie zu so einem Scheiß müssen. Ja. Ja. Naja. Letztlich werden sie auch dafür bezahlt, ja. Gut. Ich hätte noch aus der Kategorie Ehemalige, fiel mir neulich mal ein Name auf. Ich werde jetzt nicht ewig lang über den referieren, aber mal kurz erwähnen. Und zwar Jonathan Kotzke. Wer erinnert sich noch an Jonathan Kotzke? Ja, klar. Ja, und er fiel mir tatsächlich, glaube ich, in der gleichen Meldung auf, in der dir jetzt auch aufgefallen ist. Genau. Er war ja bei uns auch so ein Kandidat, der eigentlich ewig verletzt war und dann auf dem Abstellgleis. Genau, der kam im Sommer 2014, damals aus Aalen. Und hat die ersten beiden Spiele gemacht. Und sich dann irgendwie was Kreuzbandriss oder irgend sowas Heftiges zugezogen. Fiel dann lange, lange aus. Oder es war im zweiten Spiel, glaube ich. Ist dann verletzt ausgewechselt worden. Und kam dann nur ganz am Ende der Saison, am 35. Spieltag, nochmal zum dritten Einsatz. Und danach hat man sich wieder getrennt. Das ist schon blöd gelaufen. Tat mir auch leid. Aber gut, wie das halt manchmal so läuft, da im Profifußball. Nein, Quatsch, er ging danach nach Aalen. Er kam aus Regensburg, so ist richtig. Ich habe mich gerade auch gewundert. Ich wollte das gerade hier leise nachgucken, ob der wirklich, weil da, ich hab, hatte auch im Kopf, dass er nach Aalen gegangen ist. Ja, ich hab das gerade verdreht. Er kam aus Regensburg, ging dann nach Aalen zu unserem Freund Peter Vollmann und hat da wie war das? Immerhin 15 Spiele, glaube ich, gemacht. Richtig, genau. Der ging nicht im Sommer, sondern der war noch bis zur Winterpause da, hat aber dann in der Hinrunde kein einziges Spiel mehr gemacht. Hat da irgendwie nur mal in der zweiten Mannschaft, die es damals noch gab, hat er nochmal irgendwie gespielt. Und dann ist er dann in der Winterpause, hat man den Vertrag aufgelöst. Dann ist er dann nach Aalen, da hat er dann gespielt. Konnte sich aber nicht rechtzeitig auf eine Vertragsverlängerung einigen. Und dann, das hatte ich vor einiger Zeit schon mal gelesen, hat er dann in Watzenborn gespielt, bei Teutonia Watzenborn-Steinberg in der Regionalliga. Die waren aufgestiegen in die Regionalliga. Du warst bestimmt mal da, Sonja, oder? Ich überlege gerade, das ist, glaube ich... haben die nicht in Wetzlar gespielt? Die haben in Wetzlar gespielt und deswegen bin ich da nicht hin, weil ich in Wetzlar schon vorher mal ein Spiel gesehen hatte. Ach so. Also bei dem Verein an sich war ich nicht. Genau, da hatte ich das mal irgendwie mal so auch schon da schon nur zufällig mitbekommen, dass er da mittlerweile gelandet war. Und jetzt kürzlich, jetzt gerade vor einer Woche oder sowas, sah ich, dass er in der zweiten Mannschaft von Ingolstadt spielt, vom FC Ingolstadt. Jetzt offensichtlich seit Beginn dieser Saison. Und ist da offensichtlich auch Kapitän. Also quasi als, ich meine, das ist ja dann auch so eine U23-Mannschaft, wo ein paar Ältere dann dabei sein dürfen. Die machen ja meistens irgendwie ihren Alterspräsidenten zum... Ja, klar, meistens ist es ja dann einer von den paar Erfahrenen oder von den Alten, die dann da... Boah, ja, richtig alt ist er jetzt auch nicht, also ist jetzt eigentlich, was ist jetzt, 27, wird jetzt bald 28. Eigentlich im besten Fußballalter. Naja. Immerhin hat er da schon 4 Tore geschossen. So viel sind ihm noch nie in einer Saison gelungen. So ein bisschen. Da willst du aber auch lieber die Gegner jetzt nicht vorlesen, gegen die er die geschossen hat. Na gut, wir spielen auch in der Regionalliga Bayern, ne?
Über die habe ich mich schon oft genug ausgelassen. Ja, klar. Ja, aber ich fand es nur interessant, dass er da mittlerweile gelandet ist. Da dachte ich, das erwähne ich hier mal kurz. Gut. Ja, aber das wusste ich auch nicht bis zu diesem Moment, wo das irgendwie, wie dieser Tweet rumging, dass die Trainingsauftakt hatten. Oder? Ja, genau. Und das haben wir auch nur deswegen gelesen, weil der Felgenralle, der Ralf Gunesch, jetzt da Co-Trainer ist, ne? Ja. Oder die waren irgendwie so beide in einer Meldung in Interviews oder so, ne? Ja, irgendwie so. Genau. Okay, dann kommt nur noch unser beliebtes Highlight, die Hassrubrik. Was hassen wir denn? Sollen wir transparent machen, wie es hier vorher abgelaufen ist, vor der Sendung? Wir sind total transparent. dass wir rumgefragt haben, wer irgendwie was zu hassen hat. Ja. So viel hat sich ja nicht angesammelt über Tage, an denen nichts los ist. Ich könnte nochmal erzählen, wie scheiße ich Silvester finde, aber das hat jetzt nicht viel mit Fußball zu tun. Ja. Oder Skispringen. Und oh, ich fand es so traurig, dass Hannawald nicht mehr der alleinige Rekordhalter ist für Schanzentournee. Aber das hat ja auch nichts mit Fußball zu tun. Ja. Und dann haben wir das genommen, was noch am ehesten Hass in mir erzeugt hat in Sachen Fußball. Mhm. Und zwar war ich ja, wie schon gesagt, im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim, habe mir da das Testspiel angeguckt. Und wenn man da auf den Stehplätzen ist, dann kann man sehr schwer das Spiel angucken, weil das Netz so eklig ist. Also die haben natürlich auch ein Netz hinterm Tor, wie das ja so üblich ist. Und es war irgendwie so es war nicht engmaschig, sondern diese Schnüre da, die waren so dick, dass man da nicht richtig durchgucken konnte. Also ich habe fast Kopfschmerzen gekriegt davon, da durchzugucken. Ach du liebe Himmel. Und ich fand das so eine fiese optische Belästigung. Und es ist zum Glück ja selten. Also wenn ich jetzt dran denke, bei der Eintracht saß ich am Samstag auch hinterm Tor und da ist das Netz im Sichtfeld fast nicht existent. Weil einfach, das ist irgendwie engmaschiger, aber halt auch, das ist fast durchsichtig komplett. Und da bin ich mal drauf gekommen, ob ich das anders schon mal so krass hatte. Ich glaube, so krass wie in Hoffenheim war das tatsächlich noch nicht. Warst du mal? Da muss man noch dazu sagen, da gibt's auch noch so eine Stehgrade in Hoffenheim. Und du kannst mit dem Ticket dann irgendwie beides nutzen. Und die Stehgrade hat das Problem, wenn du auf der obersten Stufe stehst und so groß bist wie ich bin knapp 1,70, dann siehst du einen großen Teil vom Spielfeld nicht, weil der Zaun an der Stelle aufhört. Also dann hast du irgendwie diesen Zaun noch so von Strafraum zu Strafraum. Also da musst du irgendwie so 2,50 Meter sein, um das komplette Spielfeld zu sehen. Klingt also brillant. Das ist so, die Stehplätze waren einfach kacke und ich hätte es wissen müssen, weil ich da schon mal war. Ich habe das verpeilt beim Kartenkaufen. Also ist das auch so ein bisschen Hass auf mich selbst? Also es ist eigentlich der Hass auf dich selbst und der Hass auf das Dietmar-Hopp-Stadion. Aber du schiebst es jetzt auf diese Hintertornetze. Ja, ich habe dann überlegt, wo ich das schon mal erlebt habe und mir ist auf jeden Fall noch das allseits beliebte Gazi-Stadion auf der Waldau eingefallen in Stuttgart. Da war auf jeden Fall auch so ein fettes Netz davor und das war ja noch nicht mehr, da waren wir nicht mal hinterm Tor, also da waren wir auf der Geraden. Und da kam auch noch der fette Zaun dazu auf der Seite, also da hat man ja wirklich nicht viel gesehen und da war das Netz auch so fies dick. Und ich habe dann mit dem Julian von Twitter, der ja Hoffenheimer auch ist, mit ihm nochmal darüber geschrieben und er meinte, dass ihm das in Bremen auch aufgefallen ist. Wenn die das Netz nicht richtig gespannt haben, kann man da auch nur schwer durchgucken. Okay. Und in Bremen war ich jetzt noch nicht hinterm Tor, deswegen weiß ich es nicht, aber... Ist das noch irgendwie bedruckt, dass das irgendwie noch farbig ist oder sowas? Oder ist das einfach nur, weil das Netz halt so scheiße ist? Also in Bremen weiß ich es nicht, aber die beiden, die ich jetzt gesehen habe, die waren nicht weiter bedruckt. Mhm. Warst du mal in... Es ist aber man muss das doch merken. Also so, wenn man das Netz da anbringt, das bringen ja keine Blinden an. Ja, aber vielleicht ist denen das egal. Da weiß ich, was dann ein Verein dabei denkt. Ne? Ja. Wahrscheinlich nichts. Was ich noch ja, dieses... Warst du mal? Dieses Netz wurde angebracht von. Ah. Genau. Wenn da noch so ein Schild dran wäre, würde ich es vielleicht auch wieder verstehen. Ja? Okay, jetzt versuch's zum vierten Mal. Warst du mal in Bochum zu Zeiten, als die da diese tolle Farbe Lotto-Werbung hatten? Da war doch auch dieses Hintertornetz doch da extrem bedruckt damit, ne? Ich glaube, das ist zu lang her. Ich war schon einige Mal in Bochum, aber ja, ich glaub, das war jetzt eher so in der Neuzeit. Ja.
Da auch halt schwerer durchzugucken oder ich weiß es nicht. Das hätte mich jetzt halt mal interessiert, ob das jetzt halt nur dann so im Fernsehen oder halt bei großer Distanz halt so aussah oder ob das dann auch tatsächlich genervt hat, wenn man dahinter stand. Ich weiß es nicht. Ich war auch einmal in Bochum irgendwann in den 90ern, aber das war, glaube ich, noch vor dieser Faber-Lotto-Geschichte. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich frage mich da manchmal auch, also merken die Vereine das selber nicht? Muss man das denen mal sagen, so hier, das Netz ist scheiße? Ich meine, da stehen ja genug Leute eigentlich hinten dran. Oder, also, die einzige Beschwerde, an die ich mich jetzt mal erinnern kann, das wisst ihr vielleicht auch noch, war, als wir mal Ligaspiel gegen Offenbach hatten und sich die OFC-Fans beschwert hatten, dass so Zacken am Zaun waren. Wisst ihr das noch? Ja. Das waren aber auch die Einzigen, die sich jemals beschwert haben, ne? Genau, eben, ich mach da Zacken an den Zaun und da können wir gar nicht richtig dran hochklettern. Da sagst du, ja gut, muss halt auch nicht auf den Zaun klettern, bleibst halt mit deinem Arsch unten. Aber es gibt ja keine andere Möglichkeit, als wenn du die Karte für den Block hast, da zu stehen und aufs Spielfeld zu gucken. Und du hast ja keine andere Möglichkeit. Du stehst ja da und willst das Spiel sehen. Und das ist ja fast, müsstest du fast als Sichtbehinderung ausschildern. Ne? Vielleicht für den Capo halt, ne? Der guckt eh nicht aufs Spielfeld. Da würde ich nochmal so ein Netz dazwischen spannen, einfach nur so aus Boshaftigkeit. Um sein Spielchen drumherum. Wenn du eh nicht aufs Spiel guckst. Genau. Also auf jeden Fall freue ich mich jetzt sehr auf das Heimspiel am Samstag und das super entspannte Netz, das wir da haben, durch das ich dann gucken werde, wenn ich hinterm Tor stehe. Weil wir haben ja ein sehr breitmaschiges Netz. Ja, gerne auch mal mit Löchern. Ja, das, genau. Das stört eigentlich nicht beim Gucken. Was nur in Capo-Nähe etwas engmaschiger jetzt wird, nachdem sie es dreimal austauschen mussten oder flicken mussten da. Man lernt das jetzt wieder zu schätzen. Ja, aber also was passiert, wenn die so ein Netz austauschen müssen? Und ich weiß nicht, was machen denn Vereine? Gucken dann so, ach, wir haben hier einen Anbieter gefunden, da ist es billiger. Kaufen wir das, hängen wir das auf. Und dann interessiert es sie nicht weiter, ob man da durchgucken kann oder nicht. Keine Ahnung. Das ist gerade also, in Hoffenheim sehr gerne auch nochmal. Ja. Ich lade nachher gerne auch nochmal ein Foto hoch. Ne, das war ja der Heimblock, also da war ja sonst gar nichts auf. Also wenn das jetzt der Gästeblock gewesen wäre, ja. Dann... Ich meine, aber so Sparzwang ist gerade in Hoffenheim doch bestimmt ein großes Thema. Nein, okay. Das mit der Ironie klappt gerade nicht. Nee. Dann Aufruf an die Hörer. Wo habt ihr die beschissensten Hintertornetze schon gesehen? Schreibt uns. Gerne mit Foto. Zum Beispiel jetzt hier, wie ist denn das? Kann man bei Facebook, wenn man da kommentiert, kann man da mit Foto kommentieren? Geht sowas? Na klar. Ja, klar. Ich kenne mich auf Facebook nicht aus, das macht ihr. Ah. Hast du dich geoutet, dass du die Seite nicht machst? Selten, ja. genau, aber da könnt ihr zum Beispiel oder auch sonst, schreibt uns auf Facebook oder einen Kommentar hier in den Blog oder auf Twitter. Besonders würden wir uns über eine Rezension bzw. ein paar Sternchen auf iTunes freuen. Auch auf YouTube, wenn ihr wollt. Also es gibt Möglichkeiten en masse. Lasst von euch hören. Schreibt uns, wo sind die schlimmsten Netze? Das will ich jetzt wissen. Gerne auch absonderliche Grounds aus der dritten tschechischen Liga. Habe ich vielleicht auf sehr hohem Niveau gejammert und es geht noch schlimmer. Ja, wir fragen übrigens ausdrücklich nach Netzen. Andere Sichtbehinderungen sind jetzt hier nicht das Thema. Ich weiß, dass manche Gästeblöcke sind irgendwie ganz schlimm. Irgendwie, was ich in Freiburg, da hat man eine ganz miese Sicht. Der ist ja legendär. Ja, ja, und diverses anderes. Das wollen wir jetzt nicht wissen. Wo gibt's die schlimmsten Hintertornetze? Oder sonst irgendwelche Netze? Schreibt uns bitte. So, wo gibt's Netzhass, so reagiert das Netz. So reagiert das Netz. Ah, ein Traum. Ah. Genau, hoffentlich reagiert mal das Netz auf unsere Frage nach den Netzen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ist auch schon wieder 2 Stunden rum, ja. Muss auch mal reichen. Juhu. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Irgendwelche? Wollt ihr noch jemanden grüßen? Nein, okay. Dann drücken wir uns mal uns und euch die Daumen für einen erfolgreichen Start in die Rückrunde. Ist es nicht ganz in die zweite Saisonhälfte, sagen wir es mal so. Und dann hören wir uns irgendwann im Februar wieder. Okay, bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.